Ein Ziel, ein Sieg für die Geschichte. Wir sagen wir. Stern des Südens in hellem Lichte. Wir sagen wir. FC Bayern, unsere Liebe. Rebic! 1-0 Frankfurt! Man erinnert sich immer noch an das Pokalfinale gegen Frankfurt in Berlin, wo wir verloren haben. Frankfurt have won the DFB-Pokal. Wir wollen das jetzt nicht erleben in der Allianz Arena, wir wollen unbedingt ins Finale und wieder Pokalsieger zu werden. Mal sehen, gell? Hey, schön, dass ihr heute mit dabei seid bei unserer Matchday-Show. Wir stimmen uns heute ein aufs DFB-Pokal-Halbfinale. Eintracht Frankfurt ist zu Gast bei den Bayern. Und normalerweise würden wir jetzt im Stadion sitzen, würden uns vielleicht gerade eine Stadionwurst holen und würden Stefan Lehmann, Stadionsprecher, gerade zuhören bei der Aufstellung. Aber ist alles nicht. Deswegen haben wir uns gedacht, wir holen euch ein bisschen FC Bayern-Feeling zu euch nach Hause. Wir haben das auch schon die letzten Spiele gemacht. Heute machen wir es ein bisschen anders. Wir haben heute hier 10 Minuten vor der Show mit meinem Gast Klaus Augenthaler. Schön, dass du heute mit am Start bist. Gerne. Wir schauen uns das Spiel heute zusammen an. Wir geben dann ab zu den Jungs vom Webradio, zu Herbert Steffe und zu Stefan Gabele und sind dann natürlich in der Pause auch nochmal für euch mit am Start. Ihr könnt übrigens auch Teil der Show sein. Unter dem Hashtag MirSanMir schreibt ihr uns einfach eine Nachricht und dann seid ihr vielleicht nachher schon mit dabei. Ich weiß ja nicht, wo ihr uns gerade eben zuguckt. Und dann schauen wir uns doch mal den Gegner Frankfurt an. Ich glaube, wir erinnern uns alle noch ans Jahr 2018, DFB-Pokalfinale. Ja. Ja, leider ist das Spiel nicht so ausgegangen, wie wir es uns erhofft haben. Klaus, wie schätzt du den Gegner Frankfurt gerade ein? Ja, die Frankfurter, was Adi Hütter auch gesagt hat, sie wollen das Unmögliche möglich machen, weil der FC Bayern der große, haushohe Favorit ist. Aber die Frankfurter sind unangenehm und man hat erst vor ein paar Wochen hier gegen Frankfurt in der Meisterschaft gespielt, souverän 3-0 geführt, auf einmal stand es 3-2. Und ich glaube, auf das setzen die Frankfurter mit Adi Hütter ein bisschen so sehr defensiv und hoffen auf Standards, Ecken. Waren ja 2 Eckballtore, damals die Gegentore. Und es ist Pokal, es ist kein Meisterschaftsspiel und es geht ums Finale. Es läuft immer ein bisschen anders beim Pokal, ja. Kennen wir ja. Wie schätzt du gerade die Bayern ein? Wie ist gerade der Drive in der Mannschaft? Ja, ich finde es super, was der Hansi Flick macht momentan. Unabhängig jetzt, ja, schon auch von den Ergebnissen, aber wie sie auftreten, so wie jetzt in Leverkusen zum Beispiel. Sie liegen unglücklich 1-0 zurück, aber man hat keinen Einbruch gemerkt, man hat nicht gemerkt, dass irgendein Spieler nervös wird. Ja. Sie ziehen ihre Linie durch und sind so selbstbewusst. Und der Kader ist so stark, spielerisch so stark, sucht seinesgleichen in Deutschland. Ja. Wir haben auch ein paar Fotografen vor Ort im Stadion in der Allianz Arena. Wenn wir schon nicht da sein können, dann bringen wir euch da mal so ein bisschen Feeling hier direkt nach Hause. Und genau, da sehen wir die Jungs hier schon, natürlich auch mit Maske, mit Abstand. Ja, und leere Tribünen. 75.000 passen in die Allianz Arena rein. Du hast mir gerade schon gesagt, dass du selber als aktiver Spieler es nie miterlebt hast. Aber wie, denkst du, fühlt es sich gerade eben für die Spieler an? Ja, es ist schon grausam, im Fernseher vor leeren Stadien zuzuschauen. Und ich habe es einmal erlebt als Trainer, wie ich in Leverkusen tätig war, im Europapokal in Rom. Die haben die Sperren gehabt von 3 Spieltagen ohne Zuschauer. Also es ist eine Katastrophe. Du hörst alles, es halt alles so. Du denkst, du bist am Trainingsplatz. Also es ist schon schwierig für die Spieler. Auf der anderen Seite ist wieder ein kleiner Vorteil für die Auswärtsmannschaft, weil die eigene Fanmannschaft oder die eigene Fangemeinschaft die Truppe nicht unterstützen kann. Ja. Ja, ja, ja. Wir hoffen, dass sich das bald ändert. Wir gucken mal zurück ins Jahr 89. Du hast ja auch einen ganz besonderen Bezug zu Eintracht Frankfurt, damals auch DFB-Pokalspiel. Und da gibt es ein Tor, auf das du mit Sicherheit noch oft angesprochen wirst. Gucken wir mal rein. Von der Mittellinie, 50 Meter, direkt rein. Was hast du in dem Moment gedacht? Der Trainer hat uns schon ein bisschen vorbereitet,
Frankfurter waren ja damals eine spielstarke Mannschaft. Ulrich Stein hat schon, so wie heute, die heute spielen, mehr oder weniger, das Libero fungiert. Und wir wurden schon darauf aufmerksam gemacht. Schaut mal, wo Ulrich Stein steht. Ja. Und es hat natürlich alles gepasst. Ja, ich habe immer gesagt, ich habe da geschossen, weil es so heiß war und ich konnte nicht mehr weiterlaufen. Ich habe den Ball erkämpft im eigenen 16er. Ja. Und damals, ja, war es vielleicht noch nicht so, dass sie so gepresst haben wie heute. Heute ist es fast nicht mehr möglich. Ja. Wie oft wirst du auf dieses Jahrhunderttor angesprochen? Ja, oft. Sogar von Kindern. Der Sohn meines Nachbarns, der ist 5 Jahre alt, der fragt mich neulich, Klaus, wie hast du das geschafft, von der Mittellinie aufs Tor zu schießen? Das kann man trainieren. Und wir haben es wirklich so nach dem Training immer wieder mit 4, 5 Spielern den Ball an die Mittellinie gelegt. Ja. Und haben aufs leere Tor geschossen. Ja. So, jetzt gucken wir nochmal zu euch rein in die Social Media Posts. Ihr seid auch alle am Start von zu Hause. Packmaß, genau. Ach, schön. Genau. Ihr könnt unter dem Hashtag MirSanMir einfach eure Fotos, eure Stories, eure Kommentare reinladen und dann landet ihr hier vielleicht bei uns in der Show und sind alle bereit. Genau, Berlin, Berlin. Ja, wir hoffen, das klappt heute. Dann geht's ab nach Berlin Anfang Juli. Gestern gab es einen Pressetalk mit Hansi Flick und er hat über den Shootingstar schlechthin gesprochen, über Alphonso Davies. Da hören wir jetzt mal schnell zusammen rein. Also Alphonso macht es im Moment ja einfach herausragend. Er hat ist aber neben seiner Schnelligkeit, die er auf den Platz bringt, natürlich gerade in der Defensive schon Situationen, wo er sehr, sehr geschickt auch gegen den Ball agiert und auch gegnerische Angriffe ja auch im letzten Moment noch unterbindet. Also da tut er uns sehr, sehr gut. Aber jetzt ist natürlich auch so, dass er in der Offensive das ein oder andere auch Tor vorbereitet und natürlich auch in den letzten Wochen auch Tore selbst erzielt. Also von daher ist er wirklich auf einem sehr, sehr guten Weg. Es ist auch einer, der ja einfach noch jung ist, der aber auch noch dazulernen kann und aber auch will. Und er ist auf einem sehr guten Weg und für uns mit Sicherheit einer, ja, auch in dem jungen Alter, einer der Leistungsträger aktuell. Der Fonsi, letztes Jahr aus Kanada zum FC Bayern gekommen. Du moderierst ja auch mit die Nachspielzeit bei FC Bayern TV Live. Also du hast deine Entwicklung auch mitbekommen. Rückblickend, hättest du gedacht, dass er sich so entwickelt? Nein, eigentlich, wenn ich ehrlich bin, habe ich es nicht geglaubt, dass er sich so schnell entwickelt. Er hat alle Voraussetzungen und vor allem, er hat anscheinend einen sehr guten Charakter, wenn man weiß, wo er herkommt. Der Flüchtling von Liberia nach Ghana, von Ghana dann mit Geschwistern. Der musste mit 10, 12 Jahren für seine kleinen Geschwister kochen. Dann ist er mit 15 Jahren von Edmonton nach Vancouver, glaube ich, eine weite Entfernung für die Eltern gewesen auch. Aber er hat seiner Mutter versprochen, er wird immer ein braver Junge bleiben. Und so wie er hier auftritt, nicht nur am Spielfeld, sondern auch hier am Bayern-Gelände, wir sagen, super. Ja. Ich habe hier auch schon mal ein Interview mit ihm geführt und ja, ich war wahnsinnig begeistert. Ja. So ein bodenständiger, ganz, ganz toller Mensch. Ja. Ein ganz toller Mensch für den FC Bayern ist auch Hansi Flick. Der Vertrag wurde jetzt verlängert auf 2023. Warum glaubst du, passt Hansi Flick so wahnsinnig gut zu den Bayern? Wenn man sich die letzten Spiele anschaut, kann man ja überhaupt nicht meckern. Man hat Hansi Flick, glaube ich, immer ein bisschen unterschätzt. Auch damals als Spieler, wie er hier war. Ich war ja Kapitän, er hat 3 Jahre hier gespielt. Und Hansi Flick hat immer die Aufgaben bekommen gegen gegnerischen Spielmacher, den er meistens ausgeschaltet hat und hat sich ein bisschen als Wadelbeißer gegolten. Mhm. Und so ist er auch, identisch, ehrlich und hat eine klare Linie. Und ich habe ja damals gehofft, bis dann geheißen hat, wie der Trainer gehen musste, such mal wieder, warum kann man sondern einen Hansi Flick mal die Chance geben, ja, für eine längere Zeit. Und so ist er gekommen und jetzt bin ich wirklich froh und hoffe auch, dass er diesen Vertrag, den er unterschrieben hat, nicht nur erfüllen kann, sondern eventuell auch verlängern. Weil das wäre mal was für den FC Bayern, einen deutschen Trainer zu haben, der mal eine Ära prägt auch. Ja, absolut. So, dann schalten wir jetzt gleich rüber. Dein Tipp für heute? Ich bin ein ganz schlechter Tipper. Aber die letzten Pokalspiele sind wir nur mit einem Tor Unterschied Bayern weitergekommen. Aber heute tippe ich 3-0. 3-0?
Ich sage 3-1. Und damit wünschen wir euch ganz viel Spaß jetzt. Wir geben ab zu unseren Jungs zum Webradio, Herbert Stefan und Stefan Gabele jetzt bei euch am Start. Und wir sehen uns dann in der Halbzeitpause wieder. Ja, ein ganz herzliches Willkommen, liebe Fußballfans weltweit. Grüß Gott, liebe Fans des FC Bayern München. Heute im Webradio nicht nur zu hören, sondern auch zu sehen über unsere YouTube- und Facebook-Kanäle. Also können Sie mal ein bisschen hinter die Kulissen des Webradios schauen, wenn Sie möchten. Halbfinale im DFB-Pokal. Bayern mit einem Heimspiel. Ob das heutzutage in der Corona-Situation ein ganz großer Vorteil ist, lassen wir dahingestellt. Ein Nachteil ist es mit Sicherheit nicht. Die Spieler, die Bayern, kommen gerade im neuen Trikot übrigens, das haben wir beide anhaben, auf den Platz. Und ja, welche Spieler das genau sind, keine allzu großen Überraschungen, aber die exakte Aufstellung überlasse ich meinem Kollegen, meinem sehr geschätzten lieben Kollegen Stefan Gabele. Bitte, Stefan. Ja, danke dir, Herbert. Schönen guten Abend auch von meiner Seite. Wollen wir gar nicht viel Zeit verlieren. Die Bayern, die Spieler kommen raus. Manuel Neuer, der steht natürlich im Tor beim FC Bayern München. Könnte heute, wenn er zu Null spielt, den Pokalrekord von Oliver Kahn einstellen. 33 weiße Westen, das hat Oliver Kahn geschafft. Dann natürlich die Abwehrkette links, Alphonso Davies, da haben wir ihn im Bild, in der Mitte David Alaba und Jerome Boateng. Rechts verteidigt Benjamin Pavard, der bisher in allen Pokalspielen in dieser Saison die volle Zeit mitgewirkt hat. Davor auf der Doppelsechs Leon Goretzka und der goldene Torschütze vom Viertelfinalsieg auf Schalke, Joshua Kimmich. Der hatte dort 180 Ballaktionen, das ist Rekord als für einen FC Bayern-Spieler im DFB-Pokal. Die Offensivreihe mit Ivan Perisic, das ist eine Veränderung im Vergleich zum Auswärtssieg in Leverkusen. Serge Gnabry, der musste kurzfristig passen, hatte Rückenprobleme, fällt also heute aus. Thomas Müller, klar, der ist mit dabei und Kingsley Coman ganz vorne. Natürlich auch Robert Lewandowski und das ist genau die Mannschaft, die Eintracht Frankfurt vor einigen Wochen 5-2 zu Hause geschlagen hat. Ähnlich sieht es vielleicht auch bei Eintracht aus, Herbert? Na, da gibt es doch die ein oder andere Änderung, 4 genau an der Zahl, aber da muss natürlich auch reagiert werden. Einige sind notgedrungen, zum Beispiel muss Adi Hütter ja auf Filip Kostic, sicher einen der wichtigsten Spieler in den Reihen der Frankfurter Eintracht, verzichten. Er ist rot gesperrt, aber gehen wir es konkret durch. Im Tor, das ist relativ klar, Kevin Trapp davor, wir gehen von der Dreierkette aus. Mit Abraham, der also wieder dabei ist, der natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Mann, der zuletzt gefehlt hat bei der Frankfurter Eintracht. Dicker und Hinteregger, der Österreicher. Davor rechts Timothy Chandler, der also in die Startelf gerückt ist. Chor, Ilsanker und Touré. Sebastian Rode, den man bei den Bayern nur allzu gut kennt. Der wird in meiner Aufstellung relativ offensiv hier aufgestellt. Ich sehe ihn eher ein bisschen defensiver. Er ist auf jeden Fall ebenso in der Startelf wie Gacinovic. Und vorne, ja, mag vielleicht auch eine kleine Überraschung sein, André Silva hat also den Vorzug bekommen vor Bas Dost, mit dem doch einige auch gerechnet haben. Also einige Veränderungen in der Startelf von Adi Hütter, der sich was hat einfallen lassen, der hier natürlich mit seiner Mannschaft als Außenseiter antritt. Aber das ist die kleine Chance, die die Frankfurter Eintracht hier sicher hat. Und man weiß natürlich auch, ja, darf ich sagen, Pokal hat seine eigenen Gesetze, muss ich jetzt auch irgendwo reinzahlen, wie dem auch sei. Da fiel hier auf dem Tisch, aber ein Phrasenschwein haben wir keins. Gott sei Dank. Das hätte geklingelt. Aber jetzt, man weiß natürlich, die Frankfurter Eintracht ist schon eine richtig gute Pokalmannschaft. Das hat sie nicht zuletzt vor 2 Jahren im Finale bewiesen, gezeigt, sondern jetzt auch in dieser Runde. Und man muss da schon vorsichtig sein, aber ich bin mir ganz, ganz sicher, dass Hansi Flick und seine Mannen das richtig angehen werden. Auch dieses klare 5-2, auch wenn da noch 2 Gegentreffer gefallen sind nach Standardsituationen, das war natürlich eine sehr, sehr klare Angelegenheit. Das darf man jetzt nicht hier als Grundlage nehmen für dieses Spiel, denn die Karten sind neu gemischt. Der Schiedsrichter, übrigens auch ein alter Bekannter, Marco Fritz, der pfeift relativ oft jetzt die Bayern. Da hat man ja auch in Corona-Zeiten Regelungen gefunden, dass die Schiedsrichter keine allzu weiten Anreisen haben sollen. Alles Sicherheitsmaßnahmen, die übrigens demnächst etwas gelockert werden.
Es dürfen zum Beispiel die doppelte Anzahl von Journalisten in Zukunft statt 13 immerhin 26 im Stadion sein. Und die Gäste, zum Beispiel ein Franz Beckenbauer, weiß noch gar nicht, ob er heute da ist, müssen auf der Tribüne, wenn sie den Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 Meter einhalten, auch keine Gesichtsnasen und Masken mehr tragen. So, mal nochmal, bevor es hier gleich losgeht, die Frankfurter sind natürlich auch längst da, in weiß gekleidet. Nochmal zur Aufstellung der Bayern. Du hast erwähnt, Perisic ist der einzige Neuzugang in der Startelf. Ist auch erst sein zweiter Einsatz seit dem Restart in der Startelf. Gnabry musste raus. Ist das eine echte Schwächung, deiner Meinung nach? Ich glaube, die Bayern haben da so viel Qualität über die Außenbahn. Ich glaube nicht, dass das eine Schwächung ist. Ivan Perisic, der hat es ja auch bewiesen in den Spielen, in denen er gespielt hat, dass er da definitiv eine gleichwertige Alternative sein kann über die Außenbahn. Klar ist da sehr Gnabry noch ein bisschen, bringt da ein bisschen mehr Geschwindigkeit mit, das ist klar, aber Ivan Perisic, auch der ist definitiv ein guter. Das Spiel läuft, die Bayern von rechts nach links, Herbert hat es gesagt, in den neuen Heimtrikots, die komplett in Rot gehalten sind. Die Frankfurt übrigens auch in einem besonderen Trikot. Der Flock ist da anders, Black Lives Matters, das ist ja der Slogan, der gerade der Hashtag, der um die Welt geht, und das repräsentieren die Frankfurter heute auch. Der Ball ist auf der rechten Seite, wird ins Ausgeklärt von Timothy Chandler. Deswegen gibt es Einwurf für den FC Bayern München. Benjamin Pavard auf Höhe der Mittellinie steht er da, sucht da ja Anwurfstationen. Da kommt jetzt Robert Lewandowski angelaufen, passt den Ball zurück. Ein bisschen ungenau, Pavard kriegt ihn nicht ins Spiel. Deswegen gibt es auf selbiger Position Einwurf für Eintracht Frankfurt, die ja verloren haben gegen Mainz, ihr Bundesligaspiel am Wochenende nach dem 3:0 in Bremen unter der Woche, konnten sie das nicht bestätigen, müssen auch so, einen Sieg brauchen sie noch, um definitiv drin zu bleiben in der Liga, also da hätten sie sich ja alle Abstiegssorgen entledigen können, haben sie nicht. Heute geht es um den DFB-Pokal, heute geht es darum, ins Finale einzuziehen und dort dann gegen Bayer Leverkusen zu spielen, die ja gestern gegen Saarbrücken ins Finale eingezogen sind. Kann ich alles erzählen, weil der Ball da so ein bisschen durchs Mittelfeld fliegt. Der ist immer noch auf der rechten Seite und es gibt Einwurf ein paar Meter weiter vorne für Eintracht Frankfurt, in die Spitze geworfen zu Da Silva, der legt ab auf Rode, der dann mit einem Pass auf die linke Seite zu Gacinovic, aber das macht Joshua Kimmich ganz, ganz clever, stellt den Körper rein und es gibt Abstoß für die Bayern. Also wir können gespannt sein, was uns hier für ein Spiel erwartet. Ich habe es schon erwähnt, das muss man glaube ich nicht erwähnen, dass die Bayern hier ein klarer Favorit sind, aber dass die Frankfurter Eintracht sich sicher was überlegt hat, um hier für eine, darf man sagen, kleine Sensation zu sorgen. Auf jeden Fall wollen sie genauso gerne wie die Bayern nach Berlin ins Finale gegen Leverkusen. Am 4. Juli wird das übrigens stattfinden, leider auch noch ohne Fans. Die Bayern über die halbrechte Position. Ein Querschläger kommt zu Perisic, der ist im 16er, lupft da auf den Elfmeterpunkt, in Richtung Elfmeterpunkt. Kein Bayern-Spieler, der den Ball in Empfang nehmen kann, geklärt von Hinteregger. Zudem die Fahne des Schiedsrichterassistenten oben. Perisic stand im Abseits. Jetzt in dieser Wiederholung klar und deutlich zu sehen. Also selbst wenn er den Ball an den Mann gebracht hätte, hätte nicht gezählt. Es gibt Freistoß für den ganz in Gelb gekleideten Kevin Trapp, den Keeper der Frankfurter Eintracht, in Höhe des Elfmeterpunktes. 5 Meter etwa links davon. Alle sind nach vorne ausgerichtet, seine ganz in Weiß gekleideten Mitspieler. Kevin Trapp, wie gesagt, knallgelb von den Socken, den Stutzen bis zum Trikot, die Schuhe in Weiß gehalten. Und jetzt hat er den Ball in die gegnerische Hälfte, auf die halbrechte Position gespielt. Und von einem Bayern-Spieler landet der im Seitenaus. Einwurf relativ schnell ausgeführt von den Frankfurtern. Aber da sind die Bayern dazwischen. Kimmich im Rückwärtsgang, schaut sich um, bevor er den Ball auf die halbrechte Position zu dem Franzosen Benjamin Pavard spielt. Der zu seinem Landsmann. Ja, das ist überraschend. Der kann mal seinem Gegenspieler nicht davonlaufen. Kingsley Coman, normalerweise nimmt er seinen Gegenspielern ja gerade auf kurze Distanz schnell mal ein paar Meter ab. Dieses Mal hat es nicht funktioniert. Der Ball ist inzwischen bei unserem Kapitän und Keeper, bei Manuel Neuer, auch er in einem neuen Trikot. Und hat ihn nach vorne abgespielt. Alaba, dann geht es links raus zum gerade in der Show erwähnten Shootingstar Alfonso Davies. Und der dachte da zunächst, dass das Spiel unterbrochen sei, aber der Pfiff
blieb aus und deshalb versucht es dann doch auf eigene Faust. Gegen zwei oder drei konnte er sich dann doch nicht durchsetzen und da war wohl auch noch ein Foulspiel mit dabei. Freistoß für die Frankfurter Eintracht aus der eigenen Hälfte. Ja, halbrechte Position. Ja, 4 Minuten gespielt und beide Mannschaften lassen das in diesen Anfangsminuten der Atmosphäre entsprechend ruhig angehen. Freistoß Hinteregger, den schlägt er weit in die Hälfte der Bayern in Richtung Da Silva. Der kommt auch tatsächlich an, der ist fast schon auf der Seitenauslinie. Versucht dann Dika in Position zu bringen, aber der Ball erstmal geklärt von den Bayern. Zweiter Ball bei Rode, der wieder zu Da Silva, der dann zurück zu Abraham, der mit einer schönen Seitenverlagerung von rechts nach links zu Chandler. Der köpft den Ball direkt in den Strafraum und direkt in die Arme von Manuel Neuer. Der macht das Spiel schnell auf die Sechserposition geworfen zu Joshua Kimmich, der rechts raus zu Thomas Müller, aber der hat dann 2-3 Weiße vor sich, entscheidet sich für den Pass nach hinten zu Pavard. Der sieht viel Raum auf der linken Seite bei Alphonso Davies, da ist der Ball. Der hat ihn schon nach vorne gespielt zu Perisic auf Höhe des 16-Meter-Raums. Gute Flanke in die Mitte und dann klären die Frankfurter den Ball ins Tor aus auf Kosten eines Eckballs. Martin Hinteregger, also die erste Ecke jetzt für den FC Bayern München in dieser 6. Spielminute und das ist wie immer eine Angelegenheit für Joshua Kimmich, der Mann, der die meisten Ecken schlägt, ist auch wieder auf der linken Seite. Da sind natürlich alle vorne drin. Ball kommt und Ball ist fast im Tor. Thomas Müller kommt da ran auf Höhe des 5-Meter-Raums, verlängert er den Ball auf den langen Pfosten. Aber da steht noch ein Frankfurter auf der Linie und kann diesen Ball aus dem Tor köpfen. Kevin Trapp hätte da keine Chance mehr gehabt. Also wir haben hier in dieser 6. Minute nach dieser ersten Ecke die erste dicke Chance für den FC Bayern München. Glück da für die Frankfurter, das wäre es natürlich gewesen, das frühe Tor, das hier natürlich, ja, auf das die Bayern hier natürlich spielen, um da gleich mal zu zeigen, wer hier Herr im Haus ist. Herbert, gute Aktion. Sehr gute Aktion und wenn man es gesehen hat, ich hatte die Hände auch schon oben, habe da nicht mehr damit gerechnet, nachdem ich ja natürlich auch gesehen habe, dass Kevin Trapp da schon geschlagen war, dass da noch ein Frankfurter rankommt. Vielleicht geht es jetzt noch besser für die Bayern, wieder über Perisic, der sich da links durchsetzt, dann aber die Flanke oder der Flanke nicht mehr genug Druck verleihen kann, sodass letztendlich geklärt werden konnte. Ja, es ist jetzt gerade in der Wiederholung deutlich zu sehen, dass der Ball nicht über der Torlinie war, aber es war eine tolle Aktion. Der Bayern, Hansi Flick, hat das auch mit Spannung verfolgt und ihm wäre es natürlich auch sehr recht gewesen, wenn da seine Mannschaft, der FC Bayern München, früh in Führung gegangen wäre. Nichtsdestotrotz, tolle Aktion. Die Bayern, du hast gesagt, Stefan, die zeigen hier von Anfang an, wer Herr im eigenen Haus ist und die lassen da auch nicht nach. Die machen weiter, auch wenn sie jetzt aufbauen müssen aus der eigenen Hälfte über Jerome Boateng, der an die Mittellinie links spielt zu Alphonso Davies, der ein paar Meter nach vorne geht, dann zurück zu Alaba spielt. David Alaba, der neue Abwehrchef, mit einem guten Ball wieder auf Perisic. Der heißt seinem Gegner davongelaufen und die nächste Chance. Goretzka versucht da reinzurutschen und ja, da fehlen 30, 40 Zentimeter. Wieder Perisic mit einer guten Vorarbeit. Ach, da war der Ball am Gegenspieler vorbei, aber Goretzka kommt nicht ganz ran. Dann kann ein Frankfurter klären und das bedeutet, es gibt den nächsten Eckball, den zweiten, dieses Mal von der rechten Seite. Vielleicht, ja, das ist ein bisschen der Wunschvater des Gedanken, ähnlich gefährlich wie gerade hereingegeben Richtung Elfmeterpunkt. Aber zunächst geklärt von André Silva, der da hinten mit aushilft bei den Frankfurtern. Boateng, letzter Mann, mit dem langen Ball auf die rechte Seite und da hat Müller viel Platz und da kommt die Flanke scharf nach innen und da rutschen drei Spieler vorbei, darunter ein Roter, nämlich Robert Lewandowski. Ah, das sind jetzt Chancen im Sekundentakt, Minutentakt ist zu wenig und zwar Riesenchance, die letzte Hereingabe von Perisic und da kann Trapp mit der rechten Faust oder Hand den Ball gerade noch nach vorne abwehren und die Bayern erhöhen den Druck, auch wenn sie jetzt gerade über Pavard den Ball verlieren und aufpassen müssen. Frankfurt versucht von hinten aufzubauen über Rode, dann geht es in die Mitte zu Chor und der auf die halbrechte Position. Zu Touré, der passt den Ball erstmal wieder zurück zu Chor und die Frankfurter, die tun natürlich jetzt gut daran, wenn sie das Spiel da erstmal wieder ein bisschen beruhigen. Genau das machen sie, spielen sich da den Ball in den eigenen Reihen, ein bisschen zu unsauberes Zuspiel von Abraham auf Dika, der dann zurück, die Bayern laufen gut an. Robert Lewandowski läuft da Trapp an im gegnerischen 16er, der muss den Ball dann weit nach vorne schlagen zu Dominic Chor und der köpft ihn dann in die Hälfte der Bayern. Da ist kein Weißer, da sind nur Rote, da ist Jerome Boateng, der nimmt den Ball auf, steht da ja 20 Meter hinter der Mittellinie, passt den Ball links raus zu Alphonso
Davis, der wird angelaufen, passt den Ball wieder zurück zu Jerome Boateng, der entscheidet sich für den Pass ganz nach hinten zu Manuel Neuer. Jetzt geht es über die rechte Seite. David Alaba ist da auf Höhe der Mittellinie, geht jetzt über die Mittellinie, nimmt da mal ein bisschen Tempo auf und versucht dann da in Richtung Benjamin Pavard zu passen, aber die Bayern bleiben dran. Pavard ist jetzt am Ball, die Flanke kommt, aber da ist kein Bayern-Spieler da, da ist nur Almami Touré und der geht dann mal nach vorne, wird verfolgt von Ivan Perisic, dann kommt Goretzka dazu, starke Macht von Leon Goretzka, gewinnt den Ball für die Bayern, gutes Gegenpressing da, hat den Ball jetzt wieder auf der linken Seite, Goretzka nimmt Tempo auf, passt den Ball in den 16-Meter-Raum zu Thomas Müller, der gegen Ilsanker und der setzt sich durch, der Österreicher mit einem guten Pass nach vorne zu Da Silva, der kann den Ball festmachen, zentrale Position, Gacinovic geht da über die Mittellinie, passt den Ball links raus zu Timothy Chandler, der mit einer schönen Seitenverlagerung zu Dominic Kohr, der holt den Ball eigentlich gar nicht so schlecht runter, aber das war dann doch ein bisschen zu viel, Manuel Neuer kann den Ball aufnehmen, Spiel ist beruhigt, die Bayern sortieren sich wieder, Manuel Neuer hat den Ball abgeworfen zu Alfonso Davis, der passt den Ball nach vorne zu Robert Lewandowski, der steht aber weit in der eigenen Hälfte, der hat sich den Ball da abgeholt, passt den Ball nach hinten zu Leon Goretzka, der geht dann auf die zentrale Position, dreht sich da um die eigene Achse, passt den Ball links raus und die Bayern machen es jetzt ganz gut, halten den Ball in der eigenen Reihe, spielen da mit Geduld von links nach rechts, das ist der Ball in der Mitte bei Jerome Boateng, der ist im Mittelkreis, guckt da nach vorne, setzt an zum Schuss, entscheidet sich aber für den Pass zu Benjamin Pavard, der wieder auf die zentrale Position zu Leon Goretzka, der hat das Spiel jetzt mal gut vor sich, schön verteilt, den Ball auf die linke Seite, Alfonso Davis gegen Touré, gegen Dominic Kohr, bricht ab, passt den Ball wieder nach hinten, David Alaba zu Joshua Kimmich, zentrale, halbrechte Position, guter Chip nach vorne zu Kingsley Coman, der ist auf Höhe des 16-Meter-Raums gegen Ndika, Coman zieht in die Mitte, hat den Ball auf dem linken Fuß, passt ihn zu Leon Goretzka und der legt ihn sich dann bei der Ballannahme ein bisschen zu weit vor, aber die Frankfurter schenken den wieder her, Kimmich zu Davis, die Flanke kommt in die Mitte, aber jetzt haben sie den Ball geklärt, jetzt sind sie in Ballbesitz, die Frankfurter, Chandler nach vorne gespielt zu Rode, bekommt den Ball wieder von Sebastian Rode, Timothy Chandler ist in der Hälfte der Bayern, wird hinterlaufen von Gacinovic, da ist jetzt auch der Ball, aber der geht nicht zum Ball, sondern Jerome Boateng geht zum Ball, holt den Ball für die Bayern und die sind im Ballbesitz, Joshua Kimmich auf zentraler Position. Mit links auf die rechte Seite gespielt zu Kingsley Coman, der versucht den runterzuholen, das gelingt ihm zwar, aber er springt dann auch über die Seitenauslinie, also gibt es Einwurf für Weiß, Einwurf für die Frankfurter Eintracht. Gerade wird die eine der vielen Möglichkeiten, die die Bayern schon hatten, nochmal eingeblendet. Robert Lewandowski, der da auf die scharfe Hereingabe von Thomas Müller irgendwie den Fuß nicht an den Ball bekommt. Aber ich glaube, das wäre zuvor möglicherweise von Müller auch abseits gewesen. Also da musste dann, da ja nichts passiert war, der Videokeller nicht angerufen werden. Die Bayern schon wieder im Ballbesitz hier in dieser Anfangsphase. Ganz, ganz klar, die Herren im eigenen Haus in der Münchner Allianz Arena. Auch jetzt wieder über Kimmich zentral. Geht er mit dem Ball 30 Meter vom Tor, ein paar Meter auf die rechte Position. Dann hat Kingsley Coman Glück, dass er den Ball in Besitz halten kann. Die nächste scharfe Hereingabe. Und da wird natürlich wieder Robert Lewandowski gesucht und auch fast gefunden. Er wird gestört, er wird behindert. Benjamin Pavard mit dieser Hereingabe. Und Abraham war da und ich glaube, er war als letzter am Ball. Dann müsste es Eckball geben. Nee, dann doch anscheinend Robert Lewandowski. Also gibt es Abstoß vom Tor von Kevin Trapp, der einmal schon geschlagen war. Dann allerdings ein Mitspieler, der Ball auf der Linie gerettet wurde, nach einem Eckball von Kimmich und einem Kopfball von Thomas Müller. Insgesamt Chancenverteilung, was richtig große Chancen angeht. Wenn ich es richtig mitgezählt habe, 3:0 für die Bayern. Die Frankfurter erst einmal, aber das auch insgesamt ziemlich harmlos vor dem Tor von Manuel Neuer. Aber es steht noch 0:0. Also es ist nach wie vor spannend, auch wenn die Bayern in dieser Anfangsphase das Heft doch ziemlich fest in der Hand haben. 13 Minuten gespielt, du hast es gesagt, die Bayern sind hier klar die spielbestimmende Mannschaft, auch wenn die Frankfurter jetzt mal versuchen, vorne drauf zu gehen. Gacinovic, der da im 16er Manuel Neuer anlauft, der aber das klug macht, den Ball nach vorne spielt zu Coman. Der Ball ist in der gegnerischen Hälfte, schöner Pass von Coman auf Lewandowski, der ist auf Höhe des 16-Meter-Raums. Müller dann zu Perisic und da ist das Tor. Da ist das 1:0 für den FC Bayern München in der 14. Spielminute. Das haben sie einfach klasse gemacht. Es geht schon hinten los bei Manuel Neuer, der angelaufen wird und dann einen sauberen Ball nach vorne
spielt, direkt zu Kingsley Coman, der dann super weiterpasst zu Robert Lewandowski. Auch der macht das gut, holt den Ball runter, behauptet sich dann gegen Hinteregger und dann, ja, Thomas Müller, was soll man dazu noch sagen? Der weiß halt einfach, wo seine Mitspieler stehen. Der sieht den Ivan Perisic dann einfach schon in Position und genau da spielt er ihn perfekt hin und der dann ja, mit einem Flugkopfball vom Elfmeterpunkt ins rechte Eck. 1:0 für die Bayern und das ist hochverdient. Absolut hochverdient. Man muss sich natürlich die Frage stellen, beziehungsweise die Frankfurter und vor allem der Trainer Adi Hütter muss sich die Frage stellen, wie kann ein Ivan Perisic da so mutterseelen allein, da war im Umkreis von ja, Minimum 3 Meter, wenn nicht 4 Meter, weit und breit kein Weißer, kein Frankfurter Gegenspieler da. Aber uns soll es recht sein, Thomas Müller hat das sofort erkannt, nachdem da Lewandowski, für den der erste Ball eigentlich gedacht war, den Ball eben nicht sichern konnte, hat Thomas Müller sofort reagiert und hat seinen Mitspieler Ivan Perisic gesehen, wunderbar bedient. Und der, ja, ganz so einfach war es gar nicht, aber er war mutterseelen allein und hat dann dieses hochverdiente 1:0 erzielt. Gerade gibt es ein bisschen Probleme in Anführungszeichen. Jerome Boateng hat da gegen Gasimovic, was glaube ich, die Hand ein bisschen mitgenommen. Aber man entschuldigt sich dafür und dann geht es ganz normal weiter mit dem Freistoß, den es dafür natürlich geben muss. Freistoß auf der linken Seite für die Frankfurter Eintracht, Sebastian Rode, der schwitzt schon ganz, ganz mächtig und der bringt den Freistoß jetzt ja, ziemlich hier vor das Tor von Manuel Neuer. Der bleibt auf der Linie, sieht, dass da einer seiner Mitspieler sich erklären kann und die Bayern versuchen da sogar im eigenen Stadion einen Konter zu fahren. Allerdings Thomas Müller kommt nicht heran und Frankfurt kann selbst aus der eigenen Hälfte aufbauen. Dann geht es in Richtung gegnerischer 16er, Hinteregger kommt aber nicht an den Ball, beziehungsweise zu spät gegen Jerome Boateng, der kann klären, allerdings auf Kosten eines Einwurfs der Frankfurter Eintracht von der linken Seite. In etwa auf Höhe der Mittellinie ist der bereits ausgeführt. Und jetzt ist der Ball in der Hälfte der Frankfurter. Langer Ball von Rode von der halblinken Position auf die halbe rechte, fast an den 16er. Aber dann kommt der Ball von Touré an der weißen 18 zur roten 18 zu Goretzka, der da dazwischen gehen kann. Inzwischen Alaba, der den Ball noch in der eigenen Hälfte ein paar Meter nach vorne treibt, jetzt in Richtung Mittellinie geht, jetzt erst von Touré attackiert wird oder gestört wird. Deshalb der Ball nach vorne zu Lewandowski. Da sind immer sofort 2, manchmal sogar 3 Gegenspieler da, wenn der Pole den Ball hat. Ja, und vielleicht auch deshalb, das wäre eine mögliche Antwort, warum war Perisic so frei, weil sie alle bei Robert Lewandowski standen. Jetzt aber schon wieder Gefahr durch Kingsley Coman. Nein, der kann sich nicht durchsetzen. Gut nachgesetzt von Benjamin Pavard, der dann zurückzieht, als er sieht, dass Sebastian Rode da schneller am Ball ist. Will keine Verletzung des Gegners riskieren. Sehr, sehr fair vom Franzosen, zumal er auf diese Art und Weise einen Einwurf heraussucht. Da ist jetzt Benjamin Pavard auf Höhe des 16-Meter-Raums. Da kommt Robert Lewandowski angelaufen. Der kriegt den Ball aber nicht. Kingsley Coman bekommt ihn auf die Brust, nimmt ihn an, holt ihn sauber runter, verarbeitet den Ball gut, passt ihn nach hinten zu Joshua Kimmich, der zu Leon Goretzka. Der macht das einzig Richtige, passt den Ball raus aus der Ecke zu Jerome Boateng, der wieder nach vorne zu Thomas Müller. Thomas Müller ist da auf der rechten Seite auf Höhe des 16-Meter-Raums rausgepasst. Und dann kommt die Flanke wieder in Richtung Perisic. Diesmal sind die Frankfurter dazwischen. Zweiter Ball bei Davis, der chippt ihn in die Mitte, aber genau auf die Brust von Dika. Der holt den Ball runter, wird angelaufen von Lewandowski und klärt dann die Situation für die Frankfurter in Richtung Da Silva. Da kommt der Ball auch an gegen Jerome Boateng. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, dass die Frankfurter, ich will nicht sagen, hier nicht im Spiel sind, aber dass denen auch so ein bisschen die letzte Entschlossenheit, so ein bisschen der Mut auch fehlt hier von Da Silva. Der hatte mal den Ball, dann hat er Jerome Boateng 2 Meter im Rücken und dann nimmt er ihn so an, dass er den Ball ins Ausköpft. Also wenn sie hier überhaupt in irgendeiner Form eine Chance haben wollen, die Frankfurter, dann müssen sie da definitiv noch ein paar Schippen drauflegen. Ganz im Gegenteil, die Bayern, die sind hier voll drin, führen mit 1:0 in der 18. Spielminute, die wir gerade überschreiten, ist der Ball bei David Alaba auf der Innenverteidigerposition. Der passt den Ball dann rüber auf die halbrechte Seite zu Jerome Boateng. Ganz nach hinten wieder gespielt zu Manuel Neuer, wobei das relativ ist. Der steht aber 10 Meter außerhalb seines 16-Meter-Raums. Passt den Ball auf die linke Seite zu Davis. Perisic versucht dann weiterzuleiten zu Joshua Kimmich und damit kommen sie den Ball mal unter Kontrolle. Die Frankfurter, schöne Seitenverlagerung da auf die linke Seite zu Chandler gegen Pavard. Chandler mit einer Flanke, aber die rutscht ihm dann über den Schlappen und es gibt Abstoß für den FC Bayern München.
Manuel Neuer lässt sich ein bisschen Zeit, legt sich den Ball zurecht. Karl-Heinz Rummenigge schaut, obwohl es, ja, heute gilt das noch nicht, die neuen Regelungen, dass man als Gast hier einer der wenigen zugelassenen Fans oder Gäste den Mundschutz abnehmen kann, wenn der Sicherheitsabstand eingehalten wird. Das wird erst ab den nächsten Spielen der Fall sein. Zurück zu diesem aktuellen Spiel, die Bayern. Ja, es ist ein bisschen früh zu sagen, auf dem Weg ins Finale nach Berlin. Dort wartet der Gegner, der bereits feststeht, Bayern 04 Leverkusen. Aber jetzt ist Perisic, der Torschütze des bisher einzigen Treffers, wieder auf der linken Seite davon gezogen. Abraham versucht sich da entgegenzustellen. Der Ball kommt dennoch nach innen. Müller, ja, da wird ihm dann der Ball abgenommen. Aber Alphonso Davies, guter Einsatz vom Kanadier, bringt die Flanke nicht an Abraham vorbei. Aber da ist er nochmal am Ball. Ja, kommt er da noch ran. Na, jetzt die Frankfurter, die klären können. Den Ball allerdings mehr oder weniger blind nach vorne schlagen. Auch wenn da Silva da mit etwas Glück doch noch kurzzeitig dran kommt. Rot schon wieder im Ballbesitz, wieder Perisic. Linke Seite, Alphonso Davies, halblinke Position, dann geht es ein paar Meter zurück in Richtung Mittellinie. Da ist inzwischen David Alaba am Ball. Alphonso Davies, groß zu Recht gelobt in der letzten Pressekonferenz von Hansi Flick. Der macht zurzeit ein richtig gutes Spiel nach dem anderen und da, wenn das einer beurteilen kann, dann natürlich Hansi Flick. Und der Lob aus dem Munde des Trainers hört man besonders gern. Kingsley Coman, der passt auf die rechte Seite zu Robert Lewandowski, der sich da mal aus dem 16er gestohlen hat, die Flanke nach innen bringt. Inzwischen Kimmich, 30 Meter vom Tor, halblinke Position. Und dann der Chip von Davies in die Arme des Bartträgers Kevin Trapp, der dieses Mal keine Probleme hat, den Ball aufzunehmen. Der rollt ihn ein paar Meter nach vorne, Sebastian Rode. Und der wird schon wieder sofort attackiert, in diesem Fall von Thomas Müller. Ja, also die Bayern haben hier richtig Bock, das sieht man. Das können wir hoffentlich auch entsprechend in eure Wohnzimmer transportieren. Die Frankfurter können sich da meist nur mit langen Bällen, wie hier von Kevin Trapp, behelfen. Der landet bei Alphonso Davies, der hat ihn schon wieder zurückgepasst zu David Alaba. Der ist auf Höhe der Mittellinie, passt ihn zu Davies, der auf die Mittelposition zu Leon Goretzka. Der verliert den Ball aber, nimmt ihn nicht sauber an. Deswegen sind die Frankfurter wieder im Ballbesitz. Das ist Gacinovic, der steht im Mittelkreis, dreht sich einmal um die eigene Achse, passt den Ball zu Ilsanka. Der versucht dann das Zuspiel nach vorne, da ist der Ball abgefälscht worden, deswegen kann Manuel Neuer dazwischen gehen. Den Ball schon wieder nach vorne gepasst zu Jerome Boateng, der zu Davies, Davies dann zu David Alaba, das Ganze in der eigenen Hälfte. Jetzt ist der Ball auf der halbrechten Seite bei Benjamin Pavard, der geht über die Mittellinie, bekommt den Ball aber wieder zurück von Kingsley Coman, spielt ihn jetzt rüber zu David Alaba, der hat den Blick nach vorne gerichtet zu Alphonso Davies, den Ball dorthin gespielt, Missverständnis mit Perisic, die Frankfurter sind dazwischen, aber sie kommen da einfach nicht raus, weil es die Bayern einfach gut machen. Wenn sie den Ball mal verlieren in der gegnerischen Hälfte, dann wird da sofort wieder Druck ausgeübt und dann können sie den Ball meist auch direkt wieder zurückerobern und einen neuen Angriff starten, wie jetzt über die rechte Seite. Pavard wird attackiert von Sebastian Rode, entscheidet sich deshalb für das Zuspiel zu Manuel Neuer, der im Zusammenspiel mit Jerome Boateng, der muss den Ball dann auch mal weit nach vorne schlagen, weil er attackiert wird, aber die Bayern bleiben da dran. Gutes Kopfballspiel da von Goretzka und Lewandowski, der den Ball rausköpft zu Thomas Müller, der versucht ihn weiterzuleiten zu Kingsley Coman, aber die Frankfurter sind da schon wieder dazwischen, klären den Ball, es gibt Einwurf auch unter den Augen natürlich von Uli Hoeneß, der hier auch im Stadion einer der wenigen Zuschauer, die rein dürfen in die Allianz Arena. Uli Hoeneß sieht hier dominante Bayern, die wieder über die linke Seite kommen, über Alphonso Davies, der nach vorne spielt zu Ivan Perisic, ja, und der Alphonso Davies, der muss natürlich bedenken, dass nicht jeder so pfeilschnell ist wie er. Absolut richtig. Und er hatte, glaube ich, zunächst auch eine andere Idee, wollte nach innen passen zu Robert Lewandowski, hat sich dann kurzfristig umentschieden, da er gesehen hat, so habe ich zumindest gedeutet, dass Robert Lewandowski doch zugestellt ist und deshalb auch ein etwas ungenauer Pass, den auch ein Ivan Perisic, der gar nicht so langsam ist, nicht erlaufen konnte. Die Bayern haben sich das kurzzeitig verlorene Leder, das kein Leder mehr ist, zurückerobert und jetzt im Anstoßkreis schon mal Pavard, dann geht es in Richtung 16er. Robert Lewandowski, der halblinke Position ein bisschen zurückspielt zu Alphonso Davies. Dann geht es links raus zu Robert Lewandowski, der also viel rotiert bzw. viel läuft, hier auch über die Seiten kommt. Jetzt den Doppelpass erhofft mit Thomas Müller, das war eine gute Idee, aber der Rückpass von Thomas Müller, der bleibt in der Abwehr
der Frankfurter hängen. Schon wieder bei Rückeroberung der Bayern über Goretzka. Dann geht es über Kingsley Coman, dessen Flanke auf den langen Pfosten kommt. Perisic sofort nach innen und da aus der Drehung. Oh, den trifft er nicht sauber, der Ball ist heiß noch. Robert Lewandowski hatte da versucht zu schießen. Passt dann ungewollt zu Kingsley Coman, der auf der rechten Seite sich gegen den ersten Spieler, gegen Chandler durchsetzt, dann aber nicht an Rode vorbeikommt. Der Ball ist aber weiter im Geschehen, weiter in den Reihen der Bayern. Müller rechts raus zu Benjamin Pavard. Also man hat hier so den Eindruck, die Bayern können hier tun und lassen, was sie wollen. Jetzt mit der Flanke wieder auf Perisic, der zum Kopfball ansetzt, aber kann erklären. Und es gibt nur den Einwurf für Rot. Weitere druckvolle Phase des FC Bayern München, der hier dem 2:0, dem möglichen 2:0, deutlich näher ist als die Frankfurter Eintracht dem Ausgleich. Gefällt mir gut, der Auftritt der Bayern, 25. Minute läuft, Einwurf ausgeführt von Davis zu Perisic, der wieder zu Davis gepasst, der zu Goretzka, wieder zurück zu Davis, dann ist der Ball wieder bei Goretzka, alles auf der linken Seite, aber da ist es ein bisschen eng, deswegen geht der Ball zu Alaba, der sieht dann die Lücke bei Kimmich, schön nach vorne gespielt zu Perisic, der schickt Davis, ist im 16er, gute Flanke in die Mitte und dann ist es kein Tor von Kingsley Coman. Ja, Herbert, wenn ihr uns seht über die Kamera, der hat schon wieder, du hast schon wieder die Arme gehoben, also Fehlalarm, kein Tor, toll gespielt da von den Bayern, das muss man wirklich sagen. Alfonso Davies, der das auch richtig macht, der da Kingsley Coman am zweiten Pfosten sieht, aber ja, und das ist, wenn wir jetzt hier ein Phrasenschwein hätten, dann hätte ich jetzt auch reingeworfen, weil den muss er machen. Schwerer vorbeizuschießen, als ins leere Tor zu bringen, dieser Ball. Aber was soll's, natürlich schon ein kleines Manko, wenn nicht sogar ein mittelgroßes, die momentane Nichtverwertung der Riesenchancen der Bayern. Ja, ich sage es nicht, dass ich sowas irgendwann mal rächen kann, aber es steht halt weiterhin trotz einer Spielfeldüberlegenheit von geschätzt 90%, Chancenüberlegenheit von 100% nur 1:0. Und das, damit können die Frankfurter absolut zufrieden sein. Es muss eigentlich 2, wenn nicht sogar 3:0 stehen. Und jetzt aufgepasst, Kacinovic, der sich da durchtankt, zum ersten Mal zumindest versucht, einen Schuss in Richtung Tor von Manuel Neuer abzufeuern. Und hier nochmal der bisher einzige Treffer eingeblendet ist durch Ivan Perisic. Müsste es eigentlich den ersten Eckball geben für die Frankfurter Eintracht auf der anderen Seite. Nee, war dann doch kein Bayern-Spieler mehr dran. Und deshalb kein Eckball, sondern Ballbesitz FC Bayern München. So wie über weite Strecken dieses Spiels bislang. David Alaba, der sieht, dass so Davis da durchgestartet ist und will ihn schicken, aber auch diese schnellen Vorstöße des Kanadiers meist über die linke Seite, da ist die Frankfurter Hintermannschaft bislang recht gut eingestellt. Einwurf gibt's. Perisic, da ist der Ball noch nicht freigegeben vom Schiedsrichter, das ist Marco Fritz. Dann zweiter Ball im Spiel. Und der muss dann natürlich zunächst aus dem Spielfeld gebracht werden. Touré macht das und jetzt kann der Einwurf ausgeführt werden. Kimmich hat den Ball, geht von der halblinken Position, spielt er ihn auf die halbrechte zu Benjamin Pavard, der auch ja, wie eigentlich immer läuft und läuft und läuft und gefährliche Flanken schlägt, auch wenn er jetzt den Ball verliert. Vielleicht mal sowas wie eine Kontermöglichkeit über Da Silva, der über die linke Seite ausweichen muss. Müller ist bei ihm, guten Haken schlägt, ist schon am 16er. Dann spielt er aber ganz links raus und inzwischen die Hintermannschaft der Bayern längst wieder positioniert. Aber Weiß zunächst im Ballbesitz, Schussmöglichkeit, das sind 35 Meter, Schuss angetäuscht, dann wird nach innen gechippt, aber da war sogar der eigene Mitspieler überrascht, sodass die Bayern jetzt mal sowas wie kontern könnten. Kingsley Coman, Fahne ist unten, Kingsley Coman ist im 16er, rechte Position, halbrechte Position, versucht das direkt, zu hoch angesetzt, der Schuss glatt drüber. Weiß nicht, ob es abseits gewesen wäre, muss nicht kontrolliert werden, da ja ohnehin nichts dabei herausgesprungen ist. Aber tatsächlich sowas wie ein Konter im eigenen Stadion, gar nicht schlecht gemacht, auch wenn der Abschluss zu hoch angesetzt war. Jetzt aber Weiß möglicherweise, ja, möglicherweise, denn zunächst abgefangen von den Roten und letztendlich ist der Ball bei Manuel Neuer, der jetzt sagt, Jungs, konzentriert euch wieder. Da waren jetzt so eineinhalb kleine, wenn wir sagen, Ballverluste, Konzentrationsmängel, aber jetzt wieder alles im Lot. Die Bayern aus der eigenen Hälfte über Alaba. Der will die Gegner, die Frankfurter, ein bisschen rauslocken. Dann spielt er doch den Ball nach vorne zu Perisic, der zu Lewandowski. Und dann Missverständnis
Alfonso Davies spielt genau in die Füße eines Frankfurters. Und da geht Kroh auf der rechten Seite los, geht in Richtung 16er. Perisic, gut aufgepasst, mitgelaufen, hätte gefährlich werden können, aber Iwan war da und hat die aktuelle Gefahr zunächst gebannt. Die Frankfurter aber weiterhin in Ballbesitz. Ilsanka auf die rechte Seite raus, jetzt mal auch viele Weiße, nahezu alle Feldspieler in der Hälfte des FC Bayern München. Hat es bislang auch noch nicht zu oft gegeben in diesem Spiel. Ilsanka, dann geht es auf die rechte Seite, da hat er sehr, sehr, sehr viel Platz. Bringt die Flanke zu, letztendlich über Umwege zu Sebastian Rode. Der, ja, den erwischt er Gott sei Dank aus Sicht des FC Bayern München nicht richtig. Aber der hat da eigentlich zum ersten Mal aus knapp 20 Metern freie Schussbahn, wenn er den sauber erwischt hätte, hätte es gefährlich werden können. So gibt es Abstoß vom Tor von Manuel Neuer. Und er hat den Ball sich schon zurechtgelegt. Schieben die Frankfurter vorne zu, spielt ihn trotzdem rechts raus zu Benjamin Pavard, der dann nach vorne zu Thomas Müller. Weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat. Thomas Müller verliert den Ball, aber die Bayern erobern ihn schon wieder zurück. Lewandowski in der eigenen Hälfte passt den Ball nach hinten zu Pavard, der auf die zentrale Innenverteidigerposition zu David Alaba. Der steht einmal auf dem Ball, lässt da den Gegner aussteigen, spielt ihn auf die Sechserposition zu Goretzka, der nach hinten zu Manuel Neuer. Und dann hat er ihn wieder auf selbiger Position, der David Alaba. Diesmal spielt er ihn nach vorne zu Thomas Müller, da war er eben auf der rechten Seite, jetzt ist er auf der linken Seite, hat den Ball, treibt ihn da nach vorne, spielt ihn da schön links raus zu Ivan Perisic, der ist auf Höhe der 16-Meter-Linie, zentrale Position, der Ball jetzt bei Thomas Müller, der wartet dann ein bisschen zu lang und dann kann Martin Hinteregger dazwischen gehen, aber Leon Goretzka, das muss man schon sagen, der setzt da immer richtig gut nach, der Leon Goretzka, er hat es da zum dritten, vierten Mal den Ball für die Bayern wieder zurückerobert, da ist er jetzt auf der linken Seite bei Alfonso Davies mit einem Pass nach hinten zu Manuel Neuer, der steht aber 15 Meter außerhalb seines 16-Meter-Raums, passt den Ball zu Boateng, der weiter nach vorne zu Kimmich in den Mittelkreis, der das Spiel dann schön verteilt. Auf die linke Seite zu Alfonso Davies, da läuft Ivan Perisic wieder ein, aber Davies entscheidet sich für den Pass nach hinten zu David Alaba, der dann mal mit einem blinden Diagonalball auf die rechte Seite, Coman setzt sich da im Kopfballduell gut durch gegen Chandler, schöner Pass in die Spitze zu Lewandowski, der steht einmal auf dem Ball, legt ihn sich rüber und zieht dann ab aus halbrechter Position und da ist ein Frankfurter dazwischen, dann gibt es die nächste Ecke für die Bayern. Also wieder ein guter Angriff, schöner Pass da in die Spitze zu Lewandowski, der sich dann gut durchsetzt gegen Hinteregger. Dann macht er das schön, nimmt den Ball da mit der Hacke, legt er ihn sich da mit der linken Hacke auf den rechten Fuß vor, aber Kevin Trapp ist zur Stelle und klärt den Ball zur nächsten Ecke für die Bayern. Großartige Aktion von Robert Lewandowski, wie er da auf engstem Raum mit einer Bewegung, einer kleinen Körpertäuschung und den Ball dann mit der Sohle gespielt, zwei Gegenspieler ausspielt. Jetzt der Eckball von Kimmich, bevor ich da weiter erzähle, denn der Schuss von Robert Lewandowski, du hast gesagt, der hätte genau gepasst, das war eine gute Parade von Kevin Trapp und die Aktion wäre ein Tor allemal wert gewesen. So bleibt es weiter beim relativ knappen 1:0 Vorsprung des FC Bayern München, der jetzt in den letzten drei Minuten etwa, ich will nicht sagen, eine Schwächephase hat, aber zum ersten Mal nicht so 100% dominant auftritt wie in der ganzen Zeit, in der halben Stunde etwa davor. Und das nutzen die Frankfurter, die auch ein bisschen, wenn ich das richtig erkannt habe, ihre Taktik umgestellt haben, früher angreifen, höher stehen, jetzt aber den Ball verlieren und ja, aber dann sofort wieder zurückerobern. Und jetzt den Konter versuchen zu fahren, aber da ist in der Mitte Alfonso Davies mitgelaufen und verhindert, dass da der Spieler, das Silber, der angespielt werden hätte sollen, an den Ball kommt. Bayern über rechts, Kingsley Coman kann sie nicht durchsetzen, holt einen Einwurf heraus. Der Franzose, der vor einigen Minuten ja, eine hundertprozentige leider nicht genutzt hat, kleine Konzentrationsschwäche, da hat er sich selbst wohl am meisten darüber geärgert. Wie gesagt, es steht 1:0, es müsste 2, wenn nicht sogar 3:0 stehen für den FC Bayern München, aber wenn die so weitermachen, werden diese Treffer mit größter Wahrscheinlichkeit noch fallen, vielleicht jetzt schon. Alfonso Davies läuft sich frei, jetzt wird erst angespielt von Goretzka, bringt den Ball nach Innenschussmöglichkeit und da ist nochmal Alfonso Davies, der das geschickt macht an der Außenlinie, dann über den Keeper den Ball auf den langen Pfosten bringt, aber da ist ein Dicker, der aufgepasst hat und der auf Kosten eines weiteren Eckballs klären kann. Ganz, ganz starke Aktion vom Kanadier. Und immerhin
Den Eckball holt er raus und dass Ecken gefährlich sind, wenn sie einen Joshua Kimmich tritt, das weiß man. Der tut das von der rechten Seite. Kopfballmöglichkeit. Lewandowski kommt wieder nicht richtig an den Ball. Und jetzt vielleicht sogar etwas wie eine Kontermöglichkeit der Weißen. Ja, die Bayern auch da wieder gut zurückgearbeitet, den Ball schnell zurück. Aber mal ein kleiner statistischer Wert. Wir sind in der 34. Minute. In einer halben Stunde hatten die Bayern 68% Ballbesitz. Und das sieht man hier auch deutlich. Die Münchner, die dominante Mannschaft in diesem Spiel. Auf der anderen Seite muss man sagen, Frankfurt macht heute sein 50. Pflichtspiel in dieser Saison. Die haben ja, wenn man sich da mal ein bisschen zurückerinnert, diesen früheren UEFA-Cup gespielt für die Euroleague-Quali. Also die sind hier, die haben schon einiges abgespult, ein ziemlich straffes Programm in dieser Saison. Aber die Bayern, und darum geht's, sind hier drauf und dran, sind jetzt wieder besser geworden. Du hast es vorhin gesagt, hatten so eine kleine, ich nenne es mal Laissez-faire-Phase drin. Die haben sie wieder abgelegt, kommen über die linke Seite, über Alphonso Davies. Der legt sich dann den Ball ein bisschen zu weit vor. Und dann, ja, Resultat daraus, Abstoß für Eintracht Frankfurt. Wenn wir da nochmal eine Slow-Motion eingespielt bekommen von der Ecke eben, Robert Lewandowski, ja, da geht es so ein bisschen um Schieben von David Abraham, aber das ist bei weitem kein Strafstoß. Alles richtig gesehen vom unparteiischen Marco Fritz. Ball ist wieder im Spiel. Er ist auf der linken Seite bei den Frankfurtern, aber die bekommen den Ball nicht unter Kontrolle. Das Silva, und deswegen kann Manuel Neuer den Ball aufnehmen. Steht da auf Höhe des Elfmeterpunkts, passt den Ball auf die rechte Seite zu Boateng. Es sind da mal 3-4 Weiße vorne, könnten da mal Druck ausüben. Manuel Neuer, er muss den Ball dann auch nach vorne schlagen, aber die Frankfurter, da sind sie auch nicht da. Also die zweiten Bälle kriegen sie nie, die sind immer bei den Bayern, der Konter läuft über die rechte Seite. Coman, schön gespielt zu Ivan Perisic, aber auch die Abwehraktion von Abraham, dem Kapitän der Frankfurter, die ist klasse. Da geht er dazwischen, da geht er wichtig dazwischen, sonst wäre Ivan Perisic ja aus ähnlicher Position, wo er das 1-0 erzielt hat, wieder da gestanden und hätte das 2-0 für die Bayern vielleicht erzielen können. Hat er nicht, Ball ist im Spiel bei Leon Goretzka, halb linke Position, passt den Ball nach hinten zu David Alaba, der steht auf Höhe der Mittellinie, schöner Chip nach vorne zu Joshua Kimmich, der hat da ein bisschen Platz in der gegnerischen Hälfte, passt den Ball zu Davis, der nach vorne zu Perisic, und der ja, hat dann Glück, dass es dann Einwurf gibt für den FC Bayern München auf Höhe der Frankfurter Auswechselbank. Davis den Ball schon ins Spiel geworfen zu Joshua Kimmich. Der ist in der eigenen Hälfte, verlagert das Spiel in die Mitte zu Jerome Boateng, der dann ganz rechts rüber zu Pavard, bekommt den Ball wieder von Pavard. Kimmich bietet sich an im Mittelkreis, aber Pavard hat wieder den Ball. Jetzt ist er bei Joshua Kimmich auf der Sechserposition. Er dreht sich einmal um die eigene Achse, geht über die Mittellinie und verteilt den Ball dann schön links raus zu Alphonso Davis. Der holt ihn runter mit der Brust, hat den Ball jetzt auf dem linken Fuß, geht dann Richtung Grundlinie und versucht dann da in die Mitte zu flanken. Die wird aber geblockt, aber die Bayern weiter in Ballbesitz. An der Mittellinie bzw. im Anstoßkreis, dann geht es ein bisschen auf die rechte Seite. Benjamin Pavard, man hat so wirklich das Gefühl, die Bayern ziehen jetzt noch mal das Tempo an, möchten gerne das 2-0 noch vor dem Pausenpfiff erzielen. Vielleicht bekommen sie die Chance dazu, auch wenn zunächst der Rückpass da zu Goretzka eingeleitet wurde und dann der Ball mal etwas, das sieht man ganz, ganz selten, weil Leon Goretzka zu ungenau gespielt wird. Und es Einwurf gibt, nachdem Alphonso Davies, der da hätte angespielt werden sollen, nicht an den Ball kommt. Einwurf natürlich für Weiß, für die Frankfurter Touré, der den Ball dann an die Mittellinie spielt. Da Silva, da wird Handspiel reklamiert, aber der Schiedsrichter stand sehr, sehr gut, hat das deutlich erkannt, dass das kein absichtliches Handspiel war, dass die Hand gar nicht im Spiel war. Und deshalb bleiben die Bayern im Ballbesitz und es gibt nicht den geforderten Freistoß an der Mittellinie. Langer Ball jetzt auf die halblinke Position bzw. in den 16er. Da wird geklärt von Touré per Kopf in die Arme seines Keepers Kevin Trapp. Und der wirft ihn ein paar Meter nur nach vorne auf die halblinke Position. Rode inzwischen damit im Spiel, das Silva. Und dann wieder Leon Goretzka, der ist eigentlich überall zu finden. Und stört, wo er nur stören kann. Und das liegt den Frankfurtern natürlich gar nicht. Kimmich mit einem flachen Ball in die Zentrale. Die Mittellinie zu Kingsley Coman. Inzwischen David Alaba macht das gut. Läuft an Chor vorbei. Macht einige Meter gut. Ein guter flacher Ball in Richtung 16er. Zu Perisic, Übersteiger. Und dann dreht er sich oder trennt er sich ein bisschen zu spät vom Ball. Sieht dann nicht, dass da ein zweiter Gegenspieler noch mit auftaucht.
hat er sich zu viel Zeit gelassen. Der Torschütze, den bisher einzigen Treffer. Ist das über die rechte Seite gestört von Jerome Boateng. Und dann geht der Ball doch ins Seitenaus. Einwurf also für die Frankfurter Eintracht von der rechten Seite. Einwurf zurück aus der gegnerischen Hälfte in die eigene Hälfte. Abraham, der Kapitän, mit dem flachen Ball zu Ndika. Und der treibt ihn ein paar Meter nach vorne. Und dann spielt er 40, 50, ja vielleicht sogar 60 Meter. Guter Ball. Da Silva am 16er, rechte Seite. David Alaba ist bei ihm. Dennoch die Flanke. Aber da ist der Pavard. Und der wird etwas sehr rüde von Chandler umgestoßen. Der beschwert sich, sagt, wir spielen doch hier Fußball. Da war das doch nur ein ganz normaler Rempler. Na, da sind die Arme mit dabei. Mit voller Wucht läuft er da in den Franzosen. Und das hat der Schiedsrichter erkannt. Und deshalb gibt es den Freistoß für die Bayern aus dem eigenen 16er. Die lassen sich jetzt ein bisschen Zeit. Kimmich spielt dann zu Goretzka, immer noch in der eigenen Hälfte. Perisic sehr zentral. Nach rechts gespielt zu Kimmich, da geht es in die gegnerische Hälfte, da hat Thomas Müller mal ein bisschen Platz, schaut auf, wem kann er den Ball zuspielen. Ja, ins Niemandsland, sollte zu Robert Lewandowski kommen, aber er ist entweder nicht schnell genug durchgelaufen oder der Pass von Thomas Müller war zu ungenau, sodass die Frankfurter zunächst klären können, aber dann der lange Ball in Richtung Mittellinie. Sofort wieder eine Beute eines Roten, in diesem Fall von Alfonso Davies an der Mittellinie im Anstoßkreis. Jerome Boateng, der zu Pavard. Und momentan haben sie es nicht zu eilig, die Spieler des FC Bayern München. 40. Minute läuft, du hast es gesagt, die Bayern lassen es ein bisschen ruhiger angehen jetzt. Das Ganze trudelt so ein bisschen in Richtung Halbzeitpause. Der Ball ist bei Jerome Boateng, der dann den Ball versucht nach vorne zu chippen, zu Kingsley Coman. Der Ball kommt zu Lewandowski, der legt mit der Hacke weiter zu Coman. Der ist am 16er, Coman geht in den 16er für das Elfmeterpunkt, kriegt den Ball nochmal. Zweiter Ball bei Thomas Müller, halblinke Position, rausgespielt zu Perisic und der schießt den dann ein bisschen blindlings in die Mitte. Da hätte er nochmal einen Schritt nach vorne gehen können und dann gucken können, wo da die Mitspieler stehen im 16er. So gibt es aber die nächste Ecke für die Bayern. Eine Willensleistung von Kingsley Coman, der sich da gegen zwei, drei Frankfurter durchsetzt. Dann wird sein Schuss erst geblockt und dann spielt er ihn zurück zu Thomas Müller. Der muss dann einen ganz großen Ausfallschritt machen. Aber das kann er ja, der Müller Thomas. Und der legt ihn dann schön rüber zu Ivan Perisic von der linken Seite. Kommt die Ecke jetzt rein, wieder auf den ersten Pfosten gezogen, Thomas Müller. Aber die Frankfurter sind dazwischen und könnten ihrerseits jetzt kontern über Gacinovic. Aber da sind nur zwei Weiße vorne. Der muss das Tempo ein bisschen rausnehmen und verliert den Ball schon wieder. Und ja, wer ist das wohl? Einmal Leon darf man ran. Goretzka, der ist irgendwie immer da, wenn es um Balleroberung geht bei den Bayern. Hat den Ball da gut verteilt auf die linke Seite zu Joshua Kimmich. Zentrale Position ist da 20 Meter vor dem Tor. Versucht dann da weiter zu chippen zu Robert Lewandowski. Aber die Frankfurter ihrerseits jetzt den Ball erobern konnten, aber ihn direkt wieder verlieren. Da ist Thomas Müller 20 Meter vor dem Tor, passt den Ball rechts raus. Also das ist jetzt auf beiden Seiten ein bisschen viel klein-klein und dann auch sehr ungenau, sowohl von den Frankfurtern als auch von den Bayern. Ich habe es gesagt, die 42. Minute läuft. Das Ganze trudelt jetzt so ein bisschen in Richtung Halbzeitpause. Einwurf ausgeführt, nach hinten geworfen zu Leon Goretzka. Der passt den Ball dann wieder zu Pavard, der nach vorne zu Coman, der zurück zu Kimmich. Zentrale Position, 35 Meter vor dem Tor. Der chippt ihn dann in Richtung 16er. Da sind die Frankfurter dazwischen, kriegen den Ball nicht weit genug geklärt. Davis, ungenaues Zuspiel, hat aber Glück, weil die Frankfurter ebenfalls ungenau nach vorne passen. Erobert den Ball zurück, passt ihn zu Kimmich. Zentrale Position, der zu Goretzka, halbrechte Seite, nach vorne zu Coman, bekommt den Ball wieder von Coman, spielt den Ball rechts raus zu Pavard, der dann wieder nach hinten. Und die Bayern legen sich, die Frankfurter, jetzt so ein bisschen zurecht. Pass in die Spitze zu Lewandowski, der sich da gut behauptet. Auf der rechten Seite, so auf Höhe des 16-Meter-Raums, nach hinten spielt zu Pavard, der das schöne Zuspiel sucht zu Thomas Müller. Nach vorne, der in die Mitte, da ist auch Kingsley Coman, aber da ist auch Abraham, der den Fuß vorstellt und somit diese Aktion klären kann. Die Frankfurter könnten ihrerseits jetzt kontern über die linke Seite, über Rode, der ist in der Hälfte der Bayern, aber auch der nimmt das Tempo wieder raus, wartet da, bis seine Mitspieler so langsam nachrücken. Der Ball jetzt bei Ilsanka, der rüber auf die rechte Seite, aber die Bayern sind da mittlerweile alle wieder so sortiert, genau da, wo sie im Defensivspiel hingehören. Deswegen müssen die Frankfurter sich den Ball da jetzt ein paar Mal hin und her spielen. Jetzt ist der Ball auf der linken Seite bei Sebastian Rode, spielt den Ball nach hinten zu Ndika, der zu Ilsanka, Ilsanka wieder zurück zu Ndika, das Ganze auf der linken Seite. Und so ein bisschen fehlt den Ganzen auch das Tempo, Herbert.
Ja, ich glaube, momentan haben beide Mannschaften das Bestreben, hier sauber in Anführungszeichen in die Halbzeit zu kommen. Ich könnte mir vorstellen, dass der Hansi Flick da doch auch ein paar ernste Worte mit seinen Mannen redet. Die da, jetzt gibt es eine gelbe Karte gegen Perisic. Ja, ist da gegen Chor zu spät gekommen. Mit gestreckten Beinen kann man leider so vertreten, oder kann man vertreten, richtig gesehen. Der versucht zwar an den Ball zu kommen, keine Absicht dahinter, aber er kommt zu spät. Ivan Perisic, der Kopfball-Torschütze zum 1:0, den bisher einzigen Treffer. Und ist also der Erste, der hier verwarnt wird in diesem Spiel. Ja, beide Mannschaften, glaube ich, sind ganz froh, wenn es dann in die Halbzeit geht. Und was wollte ich sagen, Hansi Flick? Könnte ich mir vorstellen, dass der durchaus das ein oder andere ernste Wort auch mit seinem Mann spricht. Denn es steht trotz klarer Feldüberlegenheit, auch wenn es in den letzten 5 Minuten vielleicht nicht mehr so war, nur 1:0 für die Bayern. Jetzt gibt es nochmal den Freistoß natürlich zu der gelben Karte. Sebastian Rode wird den ausführen. Das sind 40 Meter zur torhalbrechte Position. Die Flanke etwa in Richtung 11-Meter-Punkt. Per Kopf zunächst abgewehrt, aber da setzen sie nach. Aber dann wieder so ein ungenaues Zuspiel in diesem Fall von Hinteregger. Das haben wir von dem auch schon besser gesehen. Du hast es gesagt, Stefan. 50 Pflichtspiele, das geht nicht spurlos an einer Mannschaft wie der Frankfurter Eintracht vorbei. Und irgendwie habe ich den Eindruck, die sind hier auch schon nach 45 Minuten relativ platt. Aber es steht weiterhin nur 1:0. Die Bayern mit dem Rückpass nochmal von Kimmich zu Alaba. Alles wartet auf den Halbzeitpfiff. Keine Mannschaft mehr ernsthaft bestrebt, so habe ich den Eindruck, hier nach einem weiteren Treffer in den ersten 45 Minuten bzw. der ersten Spielhälfte zu erzielen. Die Führung der Bayern klar verdient. So schiebt sich der Ball nur noch hin und her. Und dann bin ich mir relativ sicher, wenn die zweite Halbzeit beginnt, dann werden die Bayern wieder mehr Druck nach vorne ausüben. Ivan Perisic, Schütze des einzigen Treffers in den ersten 45 Minuten, gerade noch mit Gelb verwarnt worden. Und jetzt gibt es die Pause im Webradio, die Pause in der Allianz Arena. Weiter geht es allerdings mit unserer Matchday-Show mit Jacqueline Bell und Klaus Augenthaler. Bitte schön. Und wir sind zurück. Vielen Dank, Stefan. Vielen Dank, Herbert. Das war die erste Halbzeit. Klaus, es war total schön, das mal zusammen mit einem Profi anzugucken und mal zu sehen, wo du überall reagiert hast und gleich gesagt, ah, das war falsch, das war falsch. Wie war die erste Halbzeit? Ja, Bayern ist total überlegen und ja, es ist wie beim Handball. Sie spielt mehr oder weniger fast um den 16 herum von den Frankfurtern. Aber das Ergebnis ist gefährlich. Man ist sich vielleicht dann zu sicher nach den Chancen. Aus den 200-prozentigen Chancen von Coman und Lewandowski ist man ein bisschen nachlässiger geworden. Müsste, glaube ich, fehlen da wieder Zuschauer, die die Mannschaft anpeitschen könnte. Da muss man aufpassen, dass man nicht sich einschläfern lässt. Ja, du hast auch zwischendrin mal gesagt, oh, jetzt nehmen sie es aber ein bisschen zu locker. Das ist schon der Drive von den Zuschauern, der wahrscheinlich der auch fehlt. Ja, ja, ja. Was haben sie gut gemacht? Ja, sie sind ballsicher. Sie haben diese Chancen, die sie gehabt haben, war noch eine dabei, wo der Abwehrspieler noch ein bisschen hingespitzelt und der Perisic jetzt wieder alleine vom Tor gewesen. Sie sind ballsicher. Bis eben nach den 2 Torchancen, dann sind sie zu fahrlässig gewesen. Dann haben sie unsaubere Bälle gespielt. Und das rächt sich, wenn ich unsaubere Bälle spiele und den Ball verliere, muss ich wieder hinterherlaufen. Das kostet Kraft. Ja. Also schauen wir mal, ob du mit deinem Ergebnis 3-0 hast du ja getippt. Ich habe 3-1 getippt. Schauen wir mal. Was erwartest du für die zweite Halbzeit? Wenn du jetzt der Trainer wärst, was würdest du deinen Jungs jetzt an die Hand geben? Ja, ich würde schon sagen, bis zu den Chancen, oder bis zu der zweiten Chance, weil in der 25. Minute, dann war alles okay, aber nachher war es fahrlässig. Und ich glaube, Hansi Flick wird in der Halbzeit schon das richtige Wort finden, dass sie da mehr Gas geben müssen, wenn man so schön sagt, aber jeden Einzelnen sicherlich ansprechen wird. Die Pässe sind ungenau. Man ist nicht hundertprozentig bei der Sache. Da kann man das auch die Zuschauer fehlen. Aber das ist das, was fehlt. Und die Frankfurter haben 2 so Ansatzmöglichkeiten gehabt. Und 1-0 ist ein gefährliches Ergebnis, wie ich gesagt habe. Ja. Was hat dich damals als Spieler motiviert? Der Ball. Ja, aber was hat der Trainer zu dir gesagt? Weißt du, also so diese Situation, was hat bei dir am meisten bewirkt?
Ja gut, wir haben eine Truppe gehabt, die immer intakt war. Wir haben uns selbst gepusht und der Trainer hat uns dann das i-Tüpfchen drauf getan. Und 1-0 ist gefährlich. Wie gesagt, der Standardsituation, der Eckball oder der Freistoß kann einen Ausgleich kassieren. Man kann so ein Spiel kippen. Die Bayern sind total überlegen. Wenn ich jetzt Hansi Flick wäre, zum Glück bin ich es nicht. Wir sagen, Jungs, wir müssen schon noch mehr, vielleicht noch mehr einen Zaun zulegen. Ein Thema, das gerade die ganze Welt beschäftigt, ist der Tod des Afroamerikaners George Floyd vor 2 Wochen, der durch Polizeigewalt ums Leben gekommen ist. Viele Menschen gehen auf die Straße und auch der FC Bayern setzt sich gegen Rassismus ein. Ob das jetzt die Profis waren, die Amateure, die Frauen, die Basketballer, die sind alle mit einem weißen Shirt, rot gegen Rassismus, stand drauf, in ihre Spiele gegangen. Das im 21. Jahrhundert überhaupt noch Thema sein muss. David Alaba hat vor ein paar Tagen was ganz Gutes gepostet, hat gesagt, es ist toll, wenn ihr alle auf Demos geht, aber setzt es im Alltag um. Wenn ihr Situationen mitbekommt, dann schreitet ein, sagt was, stand up. Ja, großer Bruch. Wir gucken natürlich auch noch mal drauf, was ihr uns geschrieben habt. Wir haben ja am Anfang der Sendung gesagt, unter dem Hashtag Mir seid mir könnt ihr euch hier an der Sendung beteiligen. Und da gibt es eine Frage, auch an dich, Klaus. Wie können die Bayern noch gestoppt werden, beziehungsweise von wem? In der Bundesliga. Sie können sie nur selbst stoppen. Ja, okay. Da geht nichts mehr. Und eine Frage kam hier noch von Martin. Welches war denn dein Lieblingstrikot? Wir haben ja gesehen, die Jungs, die sind heute mit einem neuen Trikot aufgelaufen. Da schauen wir uns gleich an. Und Martin hat eben gefragt, was war denn dein Lieblingstrikot? Hast du da eins? Eigentlich nicht, nein. Ich glaube, ich habe 4 oder 5, waren damals andere, verschiedene Sponsoren. Und dann auch die Trikotform so ein bisschen gewechselt. Aber für mich war immer wichtig, dass Bayern München draufsteht. Das ist A und O. Und das tut es natürlich auch hier bei diesem Trikot. Ich habe es jetzt gleich mal für euch angezogen, dass ihr das mal ein bisschen seht. Hier dieser weiße praktisch Kragen und an den Ärmeln ist neu. Was mir auch ganz gut gefällt, hier hinten dieses Mir sein mir. Ich weiß nicht, könnt ihr sehen, dass hier eingestickt ist? Sieht man das? Ja, schlecht. Nee, schlecht. Nicht drin. Naja, das ist es auf jeden Fall. Momentan jetzt erhältlich für eine Woche im FC Bayern Shop und im Adidas Shop und auch online. Also greift zu. Und wir gucken natürlich auch nochmal jetzt rein. Das neue Trikot, wie gesagt, erhältlich jetzt eine Woche ganz exklusiv in allen FC Bayern Shops und auch in Adidas Stores. So, und zu einem gescheiten Fußballspiel braucht man eigentlich auch ein gescheites Weißbier, oder? Was meinst? Eins könnte ich trinken, ja. Ja? Wollen wir uns bedienen an der Paulaner Bar? Super. Schau mal. Muss man dazu sagen, dass es alkoholfrei ist? Natürlich. Ja. Na gut, dann zum Wohl. Prost. Zum Wohl. Normalerweise unten im Weißbier. Ja. Ah. Ja. Schon kriege ich hier noch
Kleine Anleitung. Einführung ins Weißbier trinken. Also, wir wünschen euch ganz viel Spaß jetzt weiter bei der zweiten Halbzeit und geben jetzt natürlich wieder ab zum Webradio. Die Jungs, die sehen wir heute, also ist praktisch Radio zum Anfassen heute für uns. Herbert Steffe und Stefan Gavele. Viel Spaß euch und danke, Klaus. Gerne. Ein Ziel, ein Sieg für die Geschichte. Stern des Südens in hellem Lichte. Wir sind wir. FC Bayern, unsere Liebe. Wir sind wir. Wir sind deutsche Meister. Wir sind wir. One team, one goal for life. We will never lose our pride. We're the champions, seven in a row. The future looks so bright. Wir sind Sieger, 90 Minuten, 11 Spieler. Feiern die Tabellenführung in der Bundesliga. Super Bayern, wir haben's verdient. 11 gute Freunde, bestes Team. Would you know about 90 minutes of pressure? 90 minutes of blood. 90 minutes of passion. What you know about 90 minutes of love? Es ist Zeit, zweite Halbzeit Applaus. Zeit, Champion zu werden aus einer Leidenschaft heraus. 29 Titel und es geht immer weiter. Wir sind deutscher Meister und der Rest kann einfach. Calma cabeza y el corazón. La copa para arriba, somos campeón. Todo unido, vamos luchando con vuestro apoyo. Siempre ganando por todo el amor. Gracias a la afición. Juntos gritamos todo gol, 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 gol. Red is the color that we're always rapping. Numéro 1 sur championnat. Gagne le match, dunk, y'a ça ira. Si c'est comme ça, viens, danse ma Corée. Allez, 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 l'FCB. FCB, KUC. This is more than a dynasty. This is the greatest club on earth. Not only in Germany. Calma cabeza y el corazón. La copa para arriba, somos campeón. Todo unido, vamos luchando con vuestro apoyo. Siempre ganando por todo el amor. Gracias a la afición. Juntos gritamos todo gol. So, die Spieler sind noch nicht zurück, aber wir sind zurück vom Webradio und warten darauf, dass die Menschen ein bisschen über die erste Halbzeit reden. Nein, Stefan, das ist uns heute einig. Die Bayern haben FC Bayern, Stern des Südens, du wirst niemals untergehen. Leider. Die Frankfurter insgesamt nicht harmlos in der letzten Viertelstunde, in den letzten 10 Minuten. Allerdings dann auch die Bayern nicht mehr mit der vollen Konzentration. Da fiel auch mal das Wort Fehlpass-Festival. Also ich kann mir vorstellen, dass, das habe ich auch schon während der ersten Halbzeit gesagt, Hansi Flick da doch auch ein paar ernste Worte mit seinen Mannen redet. Denn man will natürlich unter keinen Umständen den Ausgleich hinnehmen. Man will hier in 90 Minuten durchgehen. Und ja, dazu sollte es kommen, wenn die Bayern jetzt aus der Halbzeit kommen und wieder Gas geben, so wie sie das über weite Strecken der ersten Hälfte gemacht haben. Absolut. Kann ja vielleicht wechseln, Hansi Flick ja auch, weil auch im Pokal gilt natürlich dasselbe wie auch in der Bundesliga. 5 Spieler dürfen eingewechselt werden. Noch höher. Ja, eine gute Info, die uns eingespielt wurde in der Halbzeitpause für alle Fans des FC Bayern München. Die Bayern haben die letzten 35 Pflichtspiele nach einer Halbzeitführung allesamt gewonnen. Und
ja, auch danach sieht es heute natürlich aus. Klar muss man immer aufpassen, muss man da auf der Hut sein. Die Bayern hatten 8 Torschüsse in Durchgang 1. Herbert hat es gesagt, da hätte durchaus das eine oder andere Tor mehr fallen können. Viel ging bei den Bayern über die linke Seite. 47% der Angriffe über Alphonso Davies, der mit 53 Ballaktionen tatsächlich auch die meisten aller Spieler auf dem Platz hat, auch die meisten Zweikämpfe. Also Alphonso Davies einmal mehr in aller Munde. Und Herbert, lass uns doch ein bisschen über diesen jungen Mann sprechen, während wir hier wunderschöne Bilder der Allianz Arena, wie sie schön rot leuchtet, hier eingespielt bekommen. Alphonso Davies, es ist schon phänomenal, was der für eine Entwicklung gemacht hat. Absolut, vor allem, dass es so schnell ging. Und es war natürlich, ja, vielleicht auch aus einer Not heraus geboren, dass er da als Linksverteidiger, so wurde er definitiv nicht eingekauft, aushelfen musste, sage ich mal, und da natürlich so, was heißt natürlich, da sofort großartig eingeschlagen hat, da natürlich auch seine Schnelligkeit und seine Gefährlichkeit nach vorne immer wieder toll ausspielen kann, dass er da so robust auch wieder in die Zweikämpfe geht zum Teil, das ist vielleicht überraschend, und generell, dass er so schnell auf diesem Niveau Fuß gefasst hat, das ist wirklich eine Sensation. Als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gesagt, ich bin jetzt nicht der ganz große Fußballfachmann, obwohl ich da schon ein paar Spiele in meinem Leben gesehen habe. Habe ich gesagt, das ist einer, der kann es werden, aber das dauert eine Weile, bis der sich in der Bundesliga durchsetzt. Und da habe ich mich Gott sei Dank ganz schön getäuscht. Ja, Gott sei Dank. Und das muss man, da kann man ja nicht nur auf die Bundesliga beschränken. Das ist ja auch in der Champions League, wenn man sieht, wie der in London gespielt hat. Bei Chelsea London, das war schon Wahnsinn, wie der da, wenn der mal ins Rollen kommt, also wenn der mal Speed hat, ist der einfach nicht aufzuhalten in beide Richtungen. Ne? Das ist offensiv wie auch defensiv, was der natürlich nach vorne für eine Wucht hat, aber auch nach hinten Gegner ablaufen kann, die schon weit und schon ganz weit weg sind. Also das ist schon Wahnsinn. Ja, wir plaudern immer noch ein bisschen weiter, denn die Mannschaften sind immer noch in der Kabine. Wir plaudern genauso wie Uli Hoeneß und Jan-Christian Dresen. Da sehen wir auch Karl-Heinz Rummenigge und Herbert Heiner. Alle sind sie natürlich da, die ganz wichtigen Leute beim FC Bayern in der Münchner Allianz Arena. Der Gegner im Finale, der steht ja schon fest. Das ist Bayer Leverkusen. Die haben sich gestern, ja, nennen wir es mal schmucklos, gegen Saarbrücken, den Viertligisten, durchgesetzt. Irgendwie schon auch bitter, wenn du als Viertligist ins Halbfinale kommst und dann vor leeren Rängen spielen musst. Aber egal, Leverkusen hat sich durchgesetzt, steht im Finale. Die Bayern wollen dahin und sie wollen auch langsam aber sicher wieder rauskommen, denn es tut sich was. Manuel Neuer scheint da der Erste zu sein, der da aus dem Spielertunnel rauskommt, Herbert. Ja, aber mit ihm auf der anderen Seite, mit dem nötigen Abstand, auch Sebastian Rode, der unterhält sich noch ein bisschen mit seinen ehemaligen Teamkollegen. Sebastian Rode, der hier versucht, die Angriffe der Bayern zu stören, aber das gelingt ihm nicht so oft, wie er das gerne vorhatte oder hätte. Wir haben über die linke Seite gesprochen, über Wunderkind in Anführungszeichen Alphonso Davies. Wir sollten auch über die rechte Seite reden, denn da habe ich eine ganz interessante Statistik reinbekommen, nämlich Kingsley Coman, der mit 4 Torschüssen die meisten im Team des FC Bayern München abgefeuert hat. Auf der anderen Seite die negative Seite. Er hat keine dieser 4 Torschüsse tatsächlich aufs Tor gebracht. Einen hätte er unbedingt drauf bringen müssen. Da stand er vor dem leeren Tor. Das hätte eigentlich das 2:0 sein müssen. Er hat aber interessanterweise auch mit 86% die beste Zweikampfquote. Das ist mir jetzt, wenn ich ganz ehrlich bin, nicht so aufgefallen. Schauen wir mal, ob er da aus diesen tollen Zahlen und Werten in Runde 2, in Durchgang 2, dann auch Kapital, richtiges, zählbares Kapital, nämlich einen weiteren Treffer für sich oder seine Mannschaft schlagen kann. Schauen wir mal, Auswechslungen, bisher habe ich nichts erkannt. Ich bin mir sicher, du hast auch angesprochen, dass beide Trainer irgendwann mal reagieren werden. Vor allem natürlich Adi Hütter, der wird eigentlich vielleicht nicht mit der Vorstellung seiner Mannschaft, aber mit dem Zwischenstand von 0:1 ganz zufrieden sein. Und er wird seinen Leuten schon auch gesagt haben, die Bayern sind unterm Strich die bessere Mannschaft, aber sie haben zuletzt auch geschwächelt. Warum sollte da nicht der Ausgleichstreffer uns noch irgendwann gelingen? Er hatte auch noch mit Bastos zum Beispiel einen sehr gefährlichen Rechtsstürmer, den er bringen kann.
der dann auch mal per Kopf oder wie auch immer sich durchsetzen kann. Also warten wir es ab. Sicher, da wird sich was tun. Jetzt wird erstmal angepfiffen durch Marco Fritz. Die Bayern jetzt von links nach rechts. Allerdings Ballbesitz zunächst der Abschluss und dann der Ballbesitz bei den ganz in weiß gekleideten Spielern der Frankfurter Eintracht, die den Ball aber gleich wieder verlieren, nachdem Touré da etwas zu hoch angespielt wird und den Ball per Kopf nur über die Seitenauslinie buxieren. Schlecht ausgeführt von Davies. Aufgepasst, das Silber an der rechten Eckfahne wird allerdings sofort gestört von Kimmich, bringt den Ball zum Chor. Der muss zurückspielen. Die Frankfurter also mit dem ersten. Wird es ein gefährlicher Angriff? Nee. Angriffsversuch in Durchgang 2. Immer noch im Ballbesitz, ganz in weiß. Und jetzt versuchen sie es schnell zu machen. Bayern müssen sich orientieren. Das tun sie in diesem Moment. Kimmich spielt den Ball noch in der eigenen Hälfte zu Lewandowski. Der wird fair vom Ball getrennt. So sagt zumindest der Schiedsrichter. Hinteregger, der bietet sich jetzt auch an. Halblinke Position am 16er. Täuscht die Flanke an, bringt den Ball dann nach innen. Und da ist Jérôme Boateng. Der kann abwehren. Aber es gibt Einwurf für die Frankfurter Eintracht, etwa 10 Meter von der linken Eckfahne entfernt. Die ersten Sekunden in Durchgang 2 gehören also den Frankfurtern. Die Bayern müssen aufpassen. Timothy Chandler mit diesem Einwurf lässt sich da ein bisschen Zeit. Dann geht der Ball zu Rode und da ist man nur Pavard. Der springt der Ball aber vom Fuß weg. Wieder Rode, der muss ein paar Meter nach hinten gehen, schlägt dann den Haken, dann Missverständnis. Zu einem Mitspieler, genau in den Füßen eines Bayern-Spielers. Und jetzt geht da der King zu Boden, langt sich an den Rücken. Kingsley Coman, ziemlich harter Einsatz von Dika. Ja, der stößt ihm da mit dem Ellbogen in den Rücken. Und Adi Hütter, der sich da über den Fall von Kingsley Coman ärgert, das kann ich mir nicht vorstellen, sondern eher über den dummen Einsatz seines Spielers. Freistoß völlig gerechtfertigt und der ist ausgeführt. Und die Bayern mit Einwurf jetzt 30 Meter von der rechten Eckfahne entfernt. Müller hat ihn eingeworfen zu Lewandowski, hat ihn zurückbekommen von Lewandowski, aber Dika war dazwischen. Dann darf er nochmal einwerfen, der Thomas Müller auf ähnlicher Position nach hinten geworfen zu Pavard, der dann mit einem Schlag auf die zentrale Position zu Ivan Perisic, der raus zu Thomas Müller auf Höhe des 16 Meter raus. Gute Flanke da auf den ersten Pfosten, aber da sind die Frankfurter dazwischen. Dika verliert den Ball gegen Coman, aber Martin Hinteregger, für mich einer der besten Frankfurter an diesem Abend, ist da richtig positioniert, kann den Ball für seine Mannschaft gewinnen. Jetzt gibt es einen Einwurf für Eintracht Frankfurt auf Höhe der Münchner Auswechselbank. Ist es Timothy Chandler, der da aber so steht, den Ball jetzt langsam nach oben nimmt und guckt und weiß nicht so recht, wo er den Ball hinwerfen soll, weil da alle in weiß einfach nur stehen. Und einer, der da steht, ist Ilsanker, der hat den Ball jetzt auf den Kopf geworfen bekommen, aber das hat er nicht gut gemacht. Den Ball nach vorne geköpft, die Bayern in Ballbesitz. Manuel Neuer auf halb rechter Seite, passt den Ball zu Jérôme Boateng. De Silva ist da, läuft an, Boateng mit dem Pass nach vorne auf die zentrale Position zu Lewandowski, der kommt nicht ran, Ball flutscht durch, ist jetzt bei Kevin Trapp, der versucht ihn direkt weiterzuleiten auf die rechte Seite, aber sein Pass geht ins Seitenaus. Einwurf für die Bayern schon ausgeführt. Lewandowski, zentrale Position, läuft dann da auf zwei Frankfurter zu, kriegt den weitergespielt zu Kimmich, der zu Coman ist da schon im 16er, aber Kingsley Coman, der stand da im Abseits und deswegen gibt es einen Freistoß für Eintracht Frankfurt. Robert Lewandowski liegt da noch am Boden nach dem Zweikampf mit Ilsanker, der ihm da wohl ein bisschen auf dem Fuß gestanden ist. Robert Lewandowski, der kann sich ja hier und heute völlig komplett verausgaben. Ist ja gesperrt am Wochenende gegen Borussia Mönchengladbach, genauso wie Thomas Müller. Die müssen da beide zuschauen, können also hier und heute ja hoffentlich nur 90 Minuten Vollgas geben. Kann ich alles erzählen, weil der Freistoß immer noch nicht ausgeführt ist. Aber gute Nachricht, Robert Lewandowski, der steht wieder, hat sich da zweimal geschüttelt am Fuß und kann problemlos weitermachen. Freistoß ausgeführt, aber nicht gut. Von der halblinken Seite auf die halbrechte Seite geschlagen ins Seitenaus. Deswegen gibt es Einwurf für die Bayern in der eigenen Hälfte. Alfonso Davies, auch der, guckt da nach vorne, nach hinten. Da stehen alle, da kommt keiner angelaufen. Jetzt ist es Kimmich, der angelaufen kommt. Der hat auch den Ball bekommen, legt ihn wieder zurück zu Davies. Der spielt den Ball nach hinten auf Höhe des 16-Meter-Raums zu Alaba. Der dann weiter zu Manuel Neuer. Der steht an der 16-Meter-Kante. Dann ja, gut gedacht da, den Diagonalball zu Per.
Perisic zu spielen. Aber die Frankfurter haben aufgepasst, sind jetzt im Ballbesitz. Ilsanker, zentrale Position, versucht nach vorne zu passen. Aber die Bayern ihrerseits wieder dazwischen. David Alaba spielt den Ball nach hinten zu Manuel Neuer. Und der macht es dann mal kompromisslos, schlägt den Ball nach vorne. Die Frankfurter gewinnen den zweiten Ball nicht. Leon Goretzka ist da. Und dann ein Fehlpass von Ivan Perisic. Und es gibt Einwurf für Frankfurt. Und irgendwie geht es so weiter, wie es aufgehört hat. Ja, das ist sehr viel im Mittelfeld von beiden Mannschaften und auch der ein oder andere Fehlpass leider. Schauen wir mal, wer hier eher zu seinem Spiel findet. Insgesamt muss man sagen, dass die wenigen Minuten, die bislang in Deutschland 2 gespielt sind, eher ausgeglichen sind. Das war in der ersten Hälfte ganz, ganz anders. Da hatten Bayern die ersten gut 30 Minuten richtig dominant gespielt. Viele Torchancen sich herausgespielt, aber etwa seit der 30., 35. ist das passé. Wollen wir hoffen, aus Sicht des FC Bayern München, dass das irgendwann mal wieder kommt, noch in diesem Spiel. Jetzt kommen aber erstmal die Frankfurter aus der eigenen Hälfte noch. Dann der Ball, aber da ist nur Chor, der angespielt werden könnte. Und das sind 3 Rote um ihn herum, die können auch klären. Auf der anderen Seite Abraham, da merkt man, wie wichtig der hinten drin ist in seiner Defensive, in seiner Mannschaft. Der hat zuletzt natürlich mächtig gefehlt, hat hier schon einige Male geklärt. Einmal mit der großen Zehe oder dem großen Zehennagel gerade noch den Ball vor dem einschussbereiten Perisic weggeschlagen zum Beispiel. Jetzt aber ist er auf der anderen Richtung ein Doppelpassversuch mit Rode. Der wird zunächst abgefangen, aber es gibt Einwurf für Touré, der den Einwurf ausführen wird für Frankfurt. Also insgesamt die Frankfurter, man merkt ihnen an in diesen ersten Minuten der zweiten Hälfte, dass sie es jetzt anders angehen wollen, dass sie eben, was man in Durchgang 1 nicht so gesehen hat, eben doch versuchen werden, hier den Ausgleich möglicherweise noch mehr zu erzielen. Darauf sind die Bayern eingestellt insgesamt, aber die Bayern noch nicht so druckvoll, wie wir das erwartet und erhofft hatten, aus der Kabine zurückgekommen. Sie lassen jetzt erstmal die Frankfurter kommen und die tun das auch über die linke Seite. Da hat er relativ viel Platz, Timothy Chandler. Die Frankfurter ungenau, Jerome Boateng. Ja, ganz, ganz wichtiger, fester Posten wieder in der Innenverteidigung des FC Bayern München. Wer hätte das vor einem halben Jahr gedacht, kann da zunächst klären. Gacinovic geht zu Boden, einen Luftzweikampf. Versuchen sie beide an den Kopfball heranzukommen mit Benjamin Pavard, das tut weh, aber es war alles fair und deshalb gibt es auch keinen Freistoß. Das Wichtigste, beide können problemlos, auch wenn der Schädel vielleicht ein bisschen kommt, weitermachen. Ecke von der linken Seite, Sebastian Rode nach hinten getreten, ja, das ist ein Versuch, so etwas Ähnliches haben wir mal in Manchester gesehen, Ribéry auf Robben, da hat es besser geklappt. Hier der Spieler, der versucht hat, aus 20 Meter den Eckball von Rode Volley zu nehmen, hat den Ball gar nicht getroffen. Jetzt gute Ballannahme, aber dann wird er doch gestört. Kingsley Coman, der es mal über die linke Seite oder halblinke Seite probiert. Und schon wieder Ballverlust der Bayern bzw. Balleroberung der Frankfurter, die insgesamt, auch wenn noch ohne Chancen, besser im Spiel sind als in der ersten Hälfte. Genau, und auch ein bisschen mehr Ballbesitz haben in dieser zweiten Halbzeit und sie dadurch natürlich auch besser reinkommen und die Bayern immer mehr auch von ihrem eigenen Tor weghalten, mehr Zeit auch in der gegnerischen Hälfte verbringen, wie jetzt auch, zentrale Position, aber sie verlieren ihn auch gegen Thomas Müller, der da mit großen Schritten nach vorne geht, den Ball gut durchstellt zu Lewandowski, aber da ist auch ein Frankfurter, da ist Abraham dazwischen, aber Vorteil abgepfiffen in dem Fall von Marco Fritz, Foulspiel an Thomas Müller. Gut, da müssen sie natürlich auf der einen Seite aufpassen, die Frankfurter, auf der anderen Seite können das die Bayern natürlich nutzen. Wenn die Eintracht da mal nach vorne geht, mit einigen Spielern aufrückt, dann sind da natürlich Lücken da, da sind da Räume da, die schnelle Spieler wie Kingsley Coman, wie auch Thomas Müller, auch der, wenn er mal ins Laufen kommt, sehr, sehr schneller Spieler ist, natürlich auch nutzen können. Freistoß gibt's, zentrale Position, Kimmich nach vorne gespielt zu Robert Lewandowski, der ist auf der linken Seite, passt den Ball ganz raus, dann geht er wieder nach hinten zu Alfonso Davies und die Bayern müssen neu
aufbauen, das ist es, das Wort, das ich gesucht habe, über die rechte Seite, über Jerome Boateng, schöner Diagonalball da in Richtung Perisic, Dika ist Touré war es, der ist dazwischen, zweiter Ball bei Davis, schön weitergeleitet da in Richtung Robert Lewandowski, aber die Frankfurter haben da gut aufgepasst, sind da wieder in Richtung Bayern-Tor unterwegs, das ist Gacinovic gegen Alaba, der geht aber gut hoch zum Kopfball, gewinnt den Ball für die Bayern, Davis macht es dann gut, die Bayern lösen sich da aus dieser kleinen Problemsituation über die rechte Seite, kommt jetzt Benjamin Pavard, spielt den Ball nach vorne zu Goretzka, der direkt weiter zu Kingsley Coman, der zieht auf die zentrale Position, Fehlpass von Coman und die Frankfurter können da wieder über die linke Seite kontern, das ist Chandler, der hat ein bisschen Platz, Coman arbeitet danach Ballverlust gut nach hinten, Chandler passt den Ball nach hinten zu Chor auf der halblinken Seite, Rode zieht da in die Mitte und seine Flanke, die ist da viel zu flach, die kommt genau auf den Kopf eines Bayern-Spielers, der klären kann. Zweiter Ball bei den Frankfurtern, nach vorne geschossen zu Rode und dann ist Pavard dazwischen. Flokacinovic, der stand meilenweit im Abseits, bleibt da erstmal weg, attackiert dann Pavard und da beschweren sich die Bayern-Spieler, finde ich, zu Recht. Ja, hätte man dann im Nachhinein doch noch den Freistoß geben können, eigentlich müssen. Für die Bayern, denn Gacinovic, der stand sowas von deutlich im Abseits. Auch wenn er zunächst weggegangen ist, dann hat er noch mit eingegriffen. Das war die gleiche Spielsituation, wie dem auch sei. Weiß die Frankfurter im Ballbesitz. Zunächst mit dem Rückpass, dann geht es wieder auf die linke Seite zu Chandler, der da viel Druck versucht zumindest zu machen. Nicht nur in dieser Situation. Und ja, auch wenn es dabei bleibt, aufgepasst, Manuel Neuer wird da attackiert von der Silva. Auch wenn es dabei bleibt, dass die Frankfurter bislang keine echte Torchance sich herausgearbeitet haben. Du hast gesagt, sie haben wesentlich mehr Ballbesitz als in Durchgang 1. Sie haben wesentlich mehr Ball vom Spiel als in Durchgang 1. Und ja, irgendwann, wenn es so weitergeht, können sie natürlich auch mal gefährlich werden. Auf der anderen Seite, das Anrennen der Frankfurter sollte auch den Bayern Möglichkeiten geben. Jetzt aber erstmal Frankfurt über das Silber. Linke Seite geht in Richtung 16er, ist an Benjamin Pavard vorbei gewesen. Dann ist aber doch da der Franzose, kann sauber klären, der Ball gespielt, Gott sei Dank. Und dann ist der Gegner, sonst hätte da eventuell sogar noch eingegriffen werden müssen vom Schiedsrichter. Ja, nicht ungefährlich, Chor versucht da durchzustecken auf Chandler, auch gut aufgepasst von den Bayern, die jetzt versuchen mal hinten rauszukommen, das Ganze schnell zu machen. Flankenwechsel, diagonal auf die rechte Seite, gut gesehen. Roman, der hat da ein bisschen Platz, spielt nach innen und da ist es Kimmich, der zieht ab, halbrechte Position, aber kein echtes Problem für Kevin Trapp. Kimmich ist da hinter dem Ohr, da blutet er, da muss eigentlich das Spiel unterbrochen werden, wenn das der Schiedsrichter erkennt und das ist jetzt auch der Fall. Denn die Blutung muss natürlich gestoppt werden. Ich habe nicht gesehen, wo das passiert ist. Oh, unglaublich, ja. Chor ist ihm da ohne Absicht auf den Kopf gestiegen und der spielt da einfach weiter. Merkt das gar nicht. So ist er voller Adrenalin. Der ganze Hals ist blutverschmiert jetzt auf beiden Seiten inzwischen. Da hat er fast noch diesen Treffer erzielt, Joshua Kimmich. Da sieht man mal, was in so einem Spieler, während so einem Spiel abgeht. Und der spürt auch gar keine Schmerzen. Sie sind so vollgepumpt mit Adrenalin. Das ist, kann ein Vorteil sein, kann aber dann auch ein Nachteil sein. Gut, inzwischen hat man es erkannt. Jetzt wird die Wunde gesäubert, das Blut entfernt. Und erst dann kann Kimmich natürlich zurück ins Spielfeld gehen. Das dauert eine kleine Weile. Jetzt gibt es den Schiedsrichterball. Und Müller bzw. die Frankfurter überlassen das Gerät, das Spielgerät natürlich freiwillig den Münchner, die zuletzt auch im Ballbesitz waren. Da müssen sie aufpassen. Inzwischen können sie wieder stören, die Frankfurter, das tun sie auch und haben sich schon wieder den Ball erobert. Es ist ein klein wenig der Wurm drin im Spiel des FC Bayern München. Haben wir längere Zeit mal nicht mehr gesehen in den vergangenen Partien. Und sie sind, müssen aufpassen, denn jetzt muss sich auch Thomas Müller mit einem Foul behelfen. Da hat er Glück, dass es nur den Freistoß gibt, denn das war ein klares taktisches Foul meiner Meinung nach. Den Arm rausgestreckt und den Gegner zu Boden gerissen. Nichts Schlimmes, nichts Dramatisches, aber wenn man das als taktisches Foul auslegt, und das hätte man tun können, hätte es mehr geben können, als in Anführungszeichen nur den Freistoß. Der Freistoß wird wohl ausgeführt und Bayern momentan immer noch ein Spieler weniger auf dem Feld, denn es muss natürlich auch noch das Trikot gewechselt werden. Freistoß ausgeführt.
Cimovic hat den Ball jetzt, hebt ihn hoch in den 16er auf die halblinke Position. Sebastian Rode links raus zu Chor. Chor gegen Lewandowski, bringt er die Flanke nach innen und Gott sei Dank fehlte da die Sturmspitze der Frankfurter, denn der Ball rauscht da durch den 16er, brandgefährlich. Bayern-Spieler weit entfernt, Gott sei Dank, wie gesagt, auch die Frankfurter. Kimmich zurück, das ist die gute Nachricht. Hoffentlich gibt es weitere gute Nachrichten, dass auch die Bayern zurück im Spiel sind. Knapp eine Stunde gespielt und es deuten sich da Wechsel an beim FC Bayern. Thiago und Lucas Hernandez machen sich da für eine Einwechslung bereit. Natürlich auch das Glück der Bayern, dass die Frankfurter mal besser drin sind im Spiel, aber im letzten Drittel weiterhin komplett harmlos bleiben. Also da fehlt weiterhin jegliche Torgefahr und wir hoffen natürlich, dass das Ganze auch in der letzten halben Stunde so bleibt. Die Frankfurter im Ballbesitz in der eigenen Hälfte. Dika spielt den Ball zu Kevin Trapp, der steht auf Höhe des 16-Meter-Raums, schießt den Ball dann halb rechts in Richtung, das ist Touré gegen Davis. Touré gegen Davis. Davis liegt am Boden. Davis bekommt den Freistoß auf der linken Seite. Und mittlerweile haben Lucas Hernandez und Thiago das brandneue Heimtrikot des FC Bayern auch angezogen. Und jetzt haben sie auch die Schiedsrichter registriert. Und es wird gewechselt. Ivan Perisic geht runter. Und auch Kingsley Coman, also Perisic und Coman runter. Der Torschütze zum 1:0 geht runter. Ebenso Kingsley Coman. Und für die beiden kommen Lucas Hernandez und Thiago. Ich könnte mir vorstellen, dass Leon Goretzka eins nach vorne geht und Thiago jetzt die Position von Goretzka einnimmt und Leon Goretzka eins nach vorne schiebt. Wie genau sich das dann darstellt, das schauen wir jetzt gleich mal, wenn die sich da alle positioniert haben. Das Ganze zieht sich nämlich so ein bisschen hin. Jetzt sind beide Wechsel auch vollzogen. Genau, und Alphonso Davies, du hast es vorhin mal gesagt, der wurde ja nicht als Linksverteidiger verpflichtet, sondern eher als linker Offensivspieler und genau da ist er jetzt auch positioniert. Dennoch insgesamt die Ausrichtung vielleicht ein klein wenig defensiver durch diese beiden Wechsel. Schauen wir mal auf der anderen Seite, wenn Davies nach vorne geht auf die Position von Coman oder von Perisic, um genau zu sein, dann ist das eine taktische Umstellung. Aber im Großen und Ganzen keine defensive Ausrichtung. Jetzt gibt es mal im Nachhinein den Freistoß, nachdem Chor da anscheinend zu Boden, unfair zu Boden gebracht wurde. Da hat der Schiedsrichter erstmal geschaut, gibt es möglicherweise einen Vorteil, den will ich weiterlaufen lassen für die Frankfurter. Gesehen, das ist nicht der Fall. Da ahndet er diese Berührung, dieses Foul von Goretzka am Chor. Ja, das ist eine gute Regelauslegung, wie ich meine. Und es war kein schönes Foul, aber Foul war es. Abwarten, gibt es einen Vorteil? Wenn nein, ist den Freistoß. Er wird ausgeführt, gut 30, ja, fast 35 Meter vom Tor entfernt. Und da kommt zum ersten Mal, glaube ich, ein Ball tatsächlich auf das Tor von Manuel Neuer per Kopf abgezogen. Ist völlig übertrieben, Kopf nach vorne gebracht. Überhaupt kein Problem für Manuel Neuer. Dennoch, zum ersten Mal, dass ein Frankfurter Ball auf das Bayern-Tor kommt. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Jetzt geht es aber Gott sei Dank wieder mal in die andere Richtung. Kimmich, der ist von Blut befreit und hat ein neues Trikot und passt von der halbrechten Position auf die halblinke zu David Alaba links raus. Ganz links raus gespielt, Haken geschlagen und da wird er zu Fall gebracht. Aber der Schiedsrichter, das war kein Foul, das war eine faire Aktion des Frankfurter Dika. Also Rebas, auf jeden Fall läuft das Spiel weiter. Und dann versucht man im Anstoßkreis die Sturmspitze der Frankfurter anzuspielen. Aber nicht bei der Silber, sondern zunächst bei den Bayern. Schon wieder Reiß aus der eigenen Hälfte. Kein besonders schönes Spiel momentan, seit einigen Minuten eigentlich schon, muss man sagen. Hat so gut angefangen. Vielleicht bringt ja der Thiago, der ist ja bekannt dafür, wieder etwas Spielkultur in das Spiel des FC Bayern. Kimmich, knapp in der gegnerischen Hälfte, spielt ganz links raus zum gerade eingewechselten Hernandez. Der kommt dann zurück zu Alaba. Findet sich mit dem Ball in der eigenen Hälfte und jetzt gibt es den 30-35 Meter Rückpass zum Keeper, zu Manuel Neuer, der weit außerhalb des 16ers steht.
Ja, Hansi Flick, der hat gewechselt. Und ich habe mich auch gefragt, warum macht das Adi Hütter eigentlich nicht? Ich glaube, dass da ein, zwei neue Spieler seiner Mannschaft, dem Spiel seiner Mannschaft auch ganz gut tun würden. Und kaum kommt mir der Gedanke, sehe ich da unten auch zwei Spieler. Das sind zum einen Danny Da Costa und Daichi Kamada, die da gleich ins Spiel kommen werden. Und das ist im Vergleich zu den Bayern eher offensiv ausgerichtet. Der Ball ist bei Kevin Trapp im eigenen 5-Meter-Raum, wird angelaufen von einem Bayern-Spieler, muss deshalb den Ball weit nach vorne schlagen. Die Bayern sind beim zweiten Ball da, aber verlieren ihn trotzdem. Das Silva im Mittelkreis passt ihn dann zurück auf die 6er-Position zu Dominic Kohr, der dann rüber auf die linke Seite, aber die Bayern holen den Ball. Über Alfonso Davis passt den Ball raus, aber auch das zu unsauber. Also das zieht sich so nach Ende der ersten Halbzeit, zieht sich das Ganze so ein bisschen durch. Es ist viel Stückwerk in Durchgang 2 und jetzt auch der von mir schon angedeutete Wechsel. Gacinovic geht raus. Klar, der hat es nicht einfach, hat da viel gearbeitet, war der Einzige, der mal so das Bayern-Tor ja riechen konnte in Durchgang 1. Geht raus, für ihn kommt Kamada in die Partie und Danny Da Costa, der muss noch warten. Da kommt, das ist glaube ich Touré, genau, der rausgeht, also Da Costa und Kamada rein, Gacinovic und Touré raus, Spiel läuft wieder, nee, läuft nicht, Einwurf muss wiederholt werden, sagt Marco Fritz, zu früh eingeworfen von Pavard, jetzt darf er, jetzt ist es auch gültig, wirft ihn nach vorne zu Lewandowski, der hat da einen Frankfurter Spieler im Rücken, ja, und dann ist es, glaube ich, abseits. Pavard stand leider im Abseits, war nicht gut gedacht, aber kann natürlich auch nicht sehen, der Passgeber. Aber eindeutig die Geschichte, dass er im Abseits stand, wäre frei gewesen. Aber geht natürlich nicht, wenn der Schiedsrichterassistent kurz steht und das sieht und zu Recht die Partie unterbricht und den Freistoß gibt für die Frankfurter Eintracht, die, ich muss mich da leider wiederholen, in Durchgang 2 deutlich besser im Spiel ist als in Durchgang 1. Ich glaube, das kann man sagen, die zweite Hälfte bislang einigermaßen ausgeglichen gestalten kann. Allerdings bislang auch ohne echte Torchance geblieben ist. Gleiches gilt für den FC Bayern München, der in Durchgang 1 jede Menge Torchancen hatte, nur in Anführungszeichen eine davon genutzt hat. In Durchgang 2 allerdings auch noch nicht wirklich gefährlich vor das Tor von Kevin Trapp gekommen ist. Vielleicht jetzt aus der eigenen Hälfte. Flacher Ball auf Lewandowski gespielt, zum eingewechselten Hernandez, links draußen, dann geht es wieder zurück in die Mittellinie. Kimmich, Kevin Brackert, wie man es kennt. Und Goretzka hat die Positionen, die könnten im Verlauf, im weiteren Verlauf des Spiels immer wichtiger werden. Denn es sollte alles passieren. Hernandez, es geht da zu Boden. Chor, der sehr energisch versucht, den Ball zu spielen, aber eigentlich zu energisch den Gegner spielt. Ja, wenn so ein junger Mann wie der Hernandez, der ja leider auch schon einige größere Verletzungsprobleme hatte, nicht nur beim FC Bayern München, sondern auch zuvor zu Boden geht, da zuckt man immer doppelt schnell zusammen. Aber kein Grund zur Aufregung. Hernandez steht, Spiel läuft weiter, Freistoß ausgeführt. Der Ball bei Manuel Neuer, der auf die halbrechte Position zu Boateng, dann geht es zu Pavard, der sehr offensiv ausgerichtet ist und jetzt schon in Richtung gegnerischer 16er läuft, den Ball auch bekommt, dann flach nach innen spielen will zu Thomas Müller, aber Hinteregger hat aufgepasst, und dann nach vorne den Ball klären, Thomas Müller geht dazwischen und von dessen rechten Fuß oder Bein geht der Ball über die Torauslinie, Abstoß vom Tor Kevin Trapp. Ja, das Spiel lebt, wie sagt man so schön, von der Spannung. Ja, auch da klingelt das Phrasenschwein wieder. Denn es ist kaum was los. Seit der 31. Minute gab es tatsächlich einen Schuss aufs Tor. Und das war der von Joshua Kimmich, nachdem er sich da ja eine Platzwunde am Kopf zugezogen hat und wenig später genäht werden musste. Vielleicht jetzt der nächste von den Frankfurtern. Kamada, der ist noch frisch, behauptet sich gut, passt den Ball raus auf die linke Seite zu Chandler, der wieder zu Kamada, der ist im 16-Meter-Raum. Kamada, Schuss wird geblockt, zweiter Ball bei Da Costa! Und ja, die beiden, die reinkamen, Kamada und Da Costa, besorgen den Ausgleich für Eintracht Frankfurt. Und ich glaube, du hast es im ersten Durchgang mal gesagt, wenn sich das mal nicht rächt. Und es ist passiert. Ja, es
soll man sagen, es hat sich irgendwie abgezeichnet. Eigentlich hat es sich nicht abgezeichnet, aber der Kamada hat da richtig Schwung reingebracht. Dann natürlich auch viel, viel Glück, nachdem er da sehr eigensinnig zunächst im 16er sich nicht vom Ball trennt. Und dann wird der, die Hereingabe noch von Boateng abgefälscht. Und dadurch kommt da Costa an den Ball und überhaupt keine Abwehrchance für Manuel Neuer. Die erste Chance überhaupt in diesem Spiel für das Team von Adi Hütter. Und schon steht es 1:1 und schon fangen wir wieder von vorne an. Und ich bin mal gespannt. Ich kann da nur hoffen, dass der FC Bayern München, der jetzt wirklich, du hast die 31. Minute erwähnt, seitdem deutlich nachgelassen hat, wieder zu seinem Spiel zurückfindet. Das ist oft auch ganz, ganz schwer, wenn man irgendwann mal, warum auch immer, einen Gang zurückschaltet, dann wieder richtig auf Betriebstemperatur zu kommen, zumal die Frankfurter jetzt natürlich im Aufwind sind. Sie haben das geschafft, was lange Zeit für unmöglich gehalten wurde. Und jetzt schon wieder, da Silva geschickt wird, da Silva im Zweikampf mit Jérôme Boateng ist, im 16er kann abziehen, drüber, Gott sei Dank. Also bei den Bayern ist momentan der Wurm drin, muss man klipp und klar so sagen. 1:1, es ist noch genug Spielzeit in Durchgang 2, aber Sie wissen es, im Pokal, da kann es auch die Verlängerung geben. 20 Minuten sind es noch. Schauen wir mal, was da noch alles passiert. Das war tatsächlich der erste Schuss aufs Tor der Frankfurter. Und der war direkt drin, Danny da Costas erstes Tor im DFB-Pokal überhaupt. Ja, und jetzt sind die Bayern natürlich wieder gefordert. Die 71. Minute läuft. Das sah vor allem in Durchgang 1 alles sehr, sehr gut aus. Da hätten sie ja die Weichen mehr als nur stellen können. Und jetzt ein Fehlpass von Thomas Müller. Und man spricht in solchen Phasen auch immer gerne vom Momentum, das jetzt natürlich wieder voll und ganz auf Seiten von Eintracht Frankfurt liegt, die hier jetzt natürlich mit dem Ausgleich, mit dem doch recht unerwarteten Ausgleich im Rücken aufspielen können und wieder ein bisschen abwartender auch agieren können und jetzt wieder versuchen nach vorne zu gehen, aber da ist das Silva, der den Zweikampf verliert gegen David Alaba, aber es ist auch ein Dika, der gegen Thomas Müller den Zweikampf gewinnt. Die Frankfurter jetzt im Ballbesitz in der Hälfte der Bayern, Dominik Kohr, zentrale Position, verlagert das Spiel auf die rechte Seite zum Torschützen, zu Danny da Costa, der mit einem Pass nach hinten zu Martin Hinteregger und die Frankfurter, nee, das war nicht Martin Hinteregger, das war Abraham, der passt ihn zu Hinteregger, der dann nach vorne zu Rode, der in den Mittelkreis zu Ilsanker, der dann links raus zu Ndika, der nach vorne zu Kamada, der den Ball auf die linke Seite verteilt, zu Chandler mit der Flanke in die Mitte. Da ist aber auch Boateng. Jetzt haben die Bayern mal Ballbesitz auf Thiago auf der Sechserposition. Er geht da ins Dribbling, verliert den Ball. Da Costa, aber dessen Zuspiel ungenau, geht ins Tor aus. Also ja, den Frankfurtern, den hat man in Durchgang 2, wir haben das mehrfach gesagt, angemerkt, dass sie da sich auch mehr zutrauen, da besser im Spiel waren. Den Ausgleich, man kann schon auch sagen, sich verdient haben. Ja, das muss man auch hier an dieser Stelle so erwähnen. Und die Bayern jetzt in dieser 73. Minute noch 17 Minuten Zeit haben, das Ganze noch in den 90 Minuten zu klären. Ansonsten haben wir hier, daran will ich gar nicht denken, eine Verlängerung. Ja, könnte sogar noch schlimmer ausgehen, denn ich sehe momentan nicht, dass die Bayern zurückfinden zu ihrem Spiel. Es ist weiterhin so, dass die Frankfurter, du hast auch gesagt, sich dieses 1:1 durchaus verdient haben, dass sie die zweite Halbzeit mindestens ausgeglichen gestalten konnten, wenn nicht sogar Vorteile hatten. Und die Bayern, mit Ausnahme des Schusses von Joshua Kimmich, keine echte Torchance hatten im Durchgang 2. Das ist dann irgendwie zu wenig. Was sie ist, kann noch werden. Vielleicht jetzt guter Ball auf Müller aus der Drehung. Und kaum sage ich, ist sie da, die Torschance. Das war klasse gemacht. Langer Ball auf Thomas Müller in den 16er. Der nimmt den super an, halblinke Position und zieht dann sofort ab mit links und zwingt Kevin Trapp zu einer Parade. Das war vielleicht der Hallo-Wach-Schuss von Thomas Müller, denn schon wieder die Bayern. Über Goretzka, der kann abziehen, steckt dann durch, will durchstecken. Nachdem er gemerkt hat, ja, die Schussbahn ist ihm dann doch zugestellt, war das schon eine gute Idee, auch wenn die Ausführung nicht optimal war. Jetzt machen sie wieder Druck und die Chance für Alphonso Davies, der legt nochmal auf, dann geht's rüber und dann ist der Ball im Tor, 2:1. Was war das für ein Gestocher? Der Ball ist drin, oder? Na, da ist eine Fahne und ein Arm des Schiedsrichters oben, aber das ist hier kein Abseits von Alphonso Davies. Also auf keinen Fall. Und den Videoassistenten, den gibt es definitiv und der wird da einschreiten und dann, für die Bayern wieder 2:1. Das Tor muss 100% zählen. Und da werden die auch nicht lang brauchen, da musst du keine großen Linien ziehen, das siehst du mit bloßem Auge, das siehst du auf den ersten Blick.
Und genau das passiert jetzt auch. Da wird in Köln nachgeguckt. Hansi Flick, der wartet natürlich auch ganz gespannt auf die Entscheidung, die nur Tor für den FC Bayern München ja, heißen kann. Wir kriegen nochmal eine Wiederholung eingespielt und da sehen wir ganz deutlich, das ist, glaube ich, das linke Bein von Martin Hinteregger, dass er da einfach nicht schnell genug nachzieht. Er macht das eigentlich schon richtig, geht dann einen Schritt raus, um dann den Bayern-Spieler, in dem Fall Alfonso Davies, abseits zu stellen. Aber ja, da zieht er sein linkes Bein nicht schnell genug nach. Das hängt ihm da so ein bisschen nach und es wird dann eben dazu führen, dass dieses Tor zählen wird. Jetzt hat es auch Marco Fritz gehört und jetzt hat er gepfiffen. Jetzt darf Robert Lewandowski auch jubeln, darf seinen vierten Pokaltreffer in dieser Saison bejubeln und die Bayern führen wieder mit 2:1. Da kann man dann tatsächlich sagen, die Bayern müssen sich nur konzentrieren, müssen nur richtig Gas geben und dann sind sie ganz einfach die bessere Mannschaft. Oder ich habe da ganz kurz meine Zweifel daran gehabt, aber jetzt habe ich es nicht mehr. Das ist 2:1. Ich war völlig erstaunt, dass da auf Abseits entschieden wurde. Denn ja gut, das war dann der Pass zu Davies schon relativ knapp, aber egal. Deswegen habe ich auch zunächst gar nicht reagiert. Gott sei Dank haben die Bayern reagiert. Es war ein bisschen ein Gestochere, muss man dazu sagen. Alfonso Davies, der mal über die rechte oder halbrechte Position gekommen ist, der hätte schon selbst abziehen können, hat sich dann das Ganze Gott sei Dank nicht zugetraut, passt eigentlich ungenau nach innen zu Müller und der stopselt den irgendwie weiter, ich glaube nicht wirklich mit Absicht, zu Robert Lewandowski und der, ja, der lässt es dann nicht nehmen, 2:1 die Führung. Momentan also wieder die Bayern vorne, momentan die Bayern im Finale am 4. Juli. In Berlin, Gegner von Bayern 04 Leverkusen, die sich das Ganze, nachdem sie gestern bereits 3:0 gegen Saarbrücken gewonnen hatten, natürlich zu Hause an den Bildschirmen anschauen können. Und denen es wahrscheinlich lieber wäre, wenn der Gegner Frankfurt heißen würde. Aber momentan sieht es Gott sei Dank aus Sicht des Bayern, der Bayern nicht danach aus. Jetzt endlich aus Sicht der Frankfurter, was das, der da kommen wird. Ja, natürlich muss er wieder reagieren. Der Adi Hütter hat eigentlich dann bis zum 1:1 alles richtig gemacht. Jetzt ist seine Mannschaft wieder hinten, die Bayern im Vorteil. Und es sind noch 15 Minuten knapp zu spielen. Mit der Nachspielzeit wird das wohl in etwa hinkommen. Insanker geht auch raus, Chor geht raus. Und neben Bastos kommt Lucas Toro. Habe ich das richtig gesehen? Ja. Lucas Toro, genau. Und es gibt Freistoß für die Frankfurter mit 2 neuen Männern im Spiel. Sebastian Rode und dann irgendwie wieder aus der Drehung der Versuch da abzuziehen im 16er. Also, die haben sie natürlich noch nicht aufgegeben. Die Frankfurter haben gesehen, es hat einmal geklappt. Die Bayern sind ein klein wenig oder waren ein klein wenig schwächer geworden. Jetzt haben sie wieder die Führung erzielt. Eckball gibt's. Druck der Frankfurter geht weiter. Bin mir sicher, das wird bis zur 90. so weitergehen und mindestens Ecke verpufft, beziehungsweise der Kopfballversuch nach dieser Ecke. Kleine Sekunde durchschnaufen bei den Bayern. Noch rund 12 Minuten in diesem Pokal-Halbfinale, die den FC Bayern vom Finale in Berlin trennen. Und ja, das heißt, es ist einfach ja, konzentriert weiterspielen die letzten Minuten und dieses 2:1 ja, über die Zeit zu bringen oder idealerweise natürlich noch ein drittes zu machen und die Entscheidung herbeizuführen. Jetzt gibt es aber erstmal Freistoß für Eintracht Frankfurt nach einem Foulspiel von Pavard an Chandler und das ist eine aussichtsreiche Position und bei Freistößen um den eigenen 16 oder Eckbällen grundsätzlich gilt natürlich höchste Alarmstufe, denn da erinnern wir uns natürlich auch ans Bundesligaspiel. Martin Hinteregger, der natürlich jetzt auch wieder mit vorne dabei ist im 16er und auch Bastos, das sind beides sehr große Spieler. Kamada tritt diesen Freistoß, der kommt auch rein und der kommt auch auf den Kopf von Lucas Toro, einer der Einwechselspieler, der eben gerade reinkam, aber der kriegt den Ball ja, aus zentraler Position nicht aufs Tor platziert. Die Bayern wieder im Angriff über Alfonso Davies, der könnte da Tempo aufnehmen, der könnte da Abraham ja, vorbeilaufen, aber dann legt er sich den Ball viel zu weit vor und Hinteregger ist da zur Stelle. Konter läuft über die rechte Seite bei den Frankfurtern, die Bayern sind aber dazwischen, deswegen gibt es Einwurf auf Höhe der Mittellinie, schon eingeworfen in Richtung
eines Frankfurter Spielers, der da abgeht in den 16er der Bayern. Und Boateng ist dazwischen. Jetzt ist auch Thiago da. Nee, Lucas Hernandez ist da. Und die Frankfurter aber weiter dran, erobern sich den Ball zurück. Da Silva, zentrale Position, passt ihn zu Kamada. Der legt ihn weiter ab zu Bastos. Und haben die Bayern Glück, dass der nicht ankommt, sondern an Bastos vorbeigeht. Und Thomas Müller den Ball ins Seiten aus klärt. Also es ist auch, ich will es nicht Abwehrschlachten nennen, um Gottes Willen nicht, aber die Bayern sind jetzt defensiv definitiv mehr gefordert als in Durchgang 1. Ja, klassischer Pokalfight könnte man das nennen, um ach, das die klingelt die Kasse, du. Richtig voll zu machen. Einwurf von Timothy Chandler und Müller muss da hinten aushelfen. Und ja, die Frankfurter drücken jetzt natürlich auf den Ausgleich, den sie ein zweites Mal erzielen wollen, nachdem Robert Lewandowski seine Mannschaft wieder in Führung gebracht hat mit 2:1. Nochmal ein Wort zur Schilderung dieses Treffers. Da ist mir gerade ein kleiner Fehler unterlaufen, nachdem es hier ein Handspiel von Timothy Chandler gibt. Der Ball kam von Alphonso Davies nicht zu Thomas Müller, sondern zu Joshua Kimmich. Und der hat dann nicht irgendwie den Ball weitergeleitet, sondern der hat genau gesehen, das hat man in der Wiederholung gerade gesehen, dass Robert Lewandowski da frei steht und hat den ganz, ganz, ganz bewusst dahin gespielt. Also von wegen gestochene das 2:1 im Endeffekt sehr gut herausgespielt. Bleibt es beim 2:1 oder passiert noch was? Wir werden es sehen. Die Hütter wären natürlich nicht zufrieden, wenn es beim 2:1 bleibt. 10 Minuten noch reguläre Spielzeit. Nachspielzeit wird es natürlich auch geben. Thiago, jetzt mal mit richtig gutem Einsatz, kann den Ball dann auch zu Davies spielen. Der verliert ihn zunächst, wollen sie zurückerobern. 4 gegen 4. Goretzka auf die rechte Seite zu Müller. Der hat ein bisschen Platz, wird dann aber doch abgeblockt, seine Flanke. Und Weiß kann klären, allerdings den Ball nur einigermaßen blind nach vorne schlagen. Da ist der hoch aufgeschossene Bastos, aber der kommt nicht an den Ball. Alaba kann klären und er bekommt den Ball, nachdem er zunächst zum Keeper, zu Manuel Neuer zurückgespielt hat, den auch wieder zurück. Bedankt sich mit einem weiteren Rückpass zu Neuer. Jetzt will nicht zu viel da hinten rumspielen. Der Angriff ist die beste Verteidigung, lautet doch die Devise. Macht da, lasst da nichts mehr abbrennen. Goretzka hat eine halbrechte Position an der Mittellinie. Pavard, gut gesehen. Davies jetzt kommt über die rechte Seite, ist bereits im 16er, der könnte mit links auch mal abziehen, passt dann in die Mitte, flach. Und dann Missverständnis, also Kimmich passt nach innen und Thomas Müller hätte da oder Lewandowski angespielt werden sollen, auf jeden Fall kommt er nicht an. Jetzt muss Thiago aufpassen, verliert oder kann sich den Ball nicht erobern von Rode. Die Frankfurter kommen, Sebastian Rode, auch er überall eigentlich zu finden, kennt man ja sein Spiel, macht wieder ein starkes Spiel bei den Frankfurtern. Er ist einer der Antriebsfedern hier in diesem Spiel. Die größere Antriebsfeder sicher noch Martin Hinteregger, der versucht, einen langen Ball in Richtung 16er zu spielen. Wird von Hernandez, der linker Verteidiger spielt, der kommt geklärt. Auch jetzt der Franzose wieder mit dem Fuß gut dazwischen gegangen. Den Ball jetzt Abraham, der da sehr, sehr hart einsteigt und der da gerne bei solchen Aktionen diskutiert. Das kennt man von ihm. Der aber, wenn man davon absieht, wieder ein sehr, sehr gutes Spiel macht. Aber das war schon viel zu hart mit vollem Körpereinsatz, mit voller Wucht gegen Lewandowski in dessen Rücken und sagt, nein, war überhaupt kein Foul, soll froh sein, dass er keine gelbe Karte sieht. Adi Hütter hat es natürlich, oder das heißt natürlich auch anders gesehen, Freistoß für die Bayern. Ich meine, das Mindeste, auch wenn der Arm angelegt war, mit voller Wucht da hinten reingesprungen, das ist des Guten etwas zu viel. So hat es auf jeden Fall auch Marco Fritz gesehen. Lewandowski hat sich wehgetan, aber er ist einer durchtrainiert, das weiß man ja, der sowas am ehesten wegstecken kann. So, Freistoß ist ausgeführt. Thiago verliert den Ball, ein bisschen zulässig. Pokalfights muss man da ein bisschen aufpassen und Rode hat es eilig. Spielt dann nach vorne in die gegnerische Hälfte. Wieder zwei. Unter anderem David Alaba in den Zweikampf. Schiedsrichter hat dieses Mal ein Foul vom Österreicher gesehen, also Freistoß knapp in der Hälfte der Bayern für Frankfurt. Wieder Sebastian Rode.
84. Minute läuft. Also wir nähern uns langsam aber sicher dem Ende in dieser Partie. Die Bayern im Ballbesitz. Robert Lewandowski fast am Anspielpunkt. Passt ihn auf die rechte Seite zu Alphonso Davies. Der könnte da eigentlich mal sein Tempo ausspielen. Genau das macht er jetzt. Zieht da in die Mitte. Ist da schon auf zentraler Position. 30 Meter vor dem Tor. Gut rübergespielt zu Thomas Müller. Der ist im 16er. Thomas Müller versucht den Ball dann in die Mitte zu passen. Aber schießt dann da Da Costa. Von da prallt der Ball wieder an Thomas Müller. Und von da geht er dann ins Tor aus. Deswegen gibt es Abstoß für Eintracht Frankfurt und es gibt gleich den nächsten Wechsel beim FC Bayern München. Javi Martinez hat sich da bereit gemacht, wartet auf seine Einwechslung, wird da gleich nochmal ein paar Anweisungen bekommen. Also geht noch ein, zwei Minuten, bis er rein darf. Abstoß für Eintracht Frankfurt. Kevin Trapp schlägt den weit in die Hälfte des FC Bayern München in Richtung der Silva, der Kopfballduell mit Boateng. Das kann er natürlich nicht gewinnen. Die Bayern haben den Ball auf der rechten Seite. Pavard, der drischt ihn jetzt weit nach vorne, ebenfalls in die Hälfte der Frankfurter. Da ist ein Weißer und der kickt ihn direkt wieder zurück zu den Bayern. Die haben ihn jetzt mal kontrolliert. Goretzka, und sauberes Zuspiel, Ballverlust, Gegenangriff. Der Frankfurter läuft über Kamada, der muss aber zurück. Und der, ich wollte gerade sagen, verliert den Ball wieder, behauptet ihn aber. Rode jetzt im Mittelkreis am Ball, wird attackiert von Goretzka, passt ihn zu Hinteregger, der dann nach vorne. Und dann liegt da Da Silva nach dem Zweikampf mit Benjamin Pavard am Boden und kriegt tatsächlich den Freistoß. Davor wird aber nochmal gewechselt. Die 85. Minute läuft. Das war's. Hoffentlich für mich. Ich hoffe nicht, dass ich nochmal zurückkommen muss und dass wir hier noch eine Verlängerung kriegen. Ich werde mich jetzt um die Highlights kümmern. Da war ja doch einiges dabei. Viel Spaß noch mit Herbert in diesen ja hoffentlich rund letzten 5 Minuten. Bis Nachspielzeit. Vielen Dank übrigens. Wird es schon geben und schneid mir schöne Highlights zusammen. Aber das ist bei diesem Spiel, naja, so ganz, ganz einfach ist es vielleicht gar nicht. Aber allein in den ersten 30 Minuten waren ja richtig gute Szenen und das Spiel ist jetzt auch wieder besser geworden. Es ist nochmal ein Tor gefallen für die Bayern, aber die Frankfurter können inzwischen ja eigentlich seit Beginn der zweiten Hälfte richtig gut mithalten. Es ist kein hochklassiges Spiel, aber es ist ein echter Pokalfight, der jetzt nicht nur spannend ist, sondern auch wieder an Niveau zugelegt hat, auch weil die Frankfurter natürlich alles nach vorne schmeißen und jetzt Jerome Boateng zu einer Kopfballabwehr über die eigene Latte oder die Latte des eigenen Tores zwingen. Es gibt den nächsten Eckball für die Frankfurter Eintracht. Kamada von der linken Seite, Kopfballverlängerung auf den langen Pfosten. Da ist der gerade eingewechselte Javi Martinez, der per Kopf klären kann. Das war noch nicht auf der Linie, das war noch deutlich vor der Linie, aber es war nicht ungefährlich. Frankfurt ist im Kommen. Powerplay, druckvolles Spiel jetzt der Frankfurter, die tatsächlich alles nach vorne werfen. Und da wäre Da Silva auch einkopfbereit gewesen bei dieser Kopfballverlängerung nach der Ecke gerade. Javi Martinez mit Vollbart und vor allem mit Köpfchen hat da Gott sei Dank dazwischen gehen können. Einwurf für den FC Bayern München, das Hernandez zu ungenau. Bastian Rode, was der jetzt wegläuft, was der am Ballkontakten hat, das ist schon sehr, sehr stark. Aber jetzt die Kontermöglichkeit für die Bayern. Thomas Müller auf und davor. Und Thomas Müller geht an den 16er, sieht auf der linken Seite Robert Lewandowski. Robert Lewandowski ist im 16er, geht zu Boden, aber kein Fall, glaube ich. Nein. Ja, das war ordentlich gespielt. Das war sehr gut gespielt eigentlich von Thomas Müller. Und dann hat Thomas Lewandowski, Robert Lewandowski, so heißt er immer noch, was man von ihm gar nicht so kennt. Leichte Probleme bei der Ballannahme. Es war natürlich sehr, sehr hohes Tempo und es war auch ein gegnerischer Spieler mitgelaufen. Also so ganz einfach war das nicht. Dennoch, es war eine gute Konteraktion mit einem unglücklichen Abschluss durch Robert Lewandowski bzw. für den FC Bayern München. Die Frankfurter werfen wieder alles nach vorne. Kopfballverlängerung von Bas Dost. Jetzt ist der Ball auf der linken Seite, geht nach innen wieder zu Sebastian Rode. Der will durchstecken, aber da war kein Bayern-Spieler mehr dran. Und die Bayern lassen den Ball ins Tor ausgehen. Abstoß vom Tor von Manuel Neuer. Das heißt auch ein paar Sekunden Zeit. 2:1, die knappe, insgesamt verdiente Führung für den FC Bayern München. 1:0 zur Halbzeit. Da hätten die Bayern eigentlich deutlich höher führen müssen. Das ist ihnen aus verschiedenen Gründen nicht gelungen. Durchgang 2 dann. Stärkere Frankfurter, schwächere Bayern. Und wenn auch mit etwas Glück, der erste Schuss auf das Tor von Manuel Neuer, der war dann auch tatsächlich drin zum 1:1.
wenig später dann Gott sei Dank aus Sicht der Bayern 5 Minuten nach dem 1:1 in der 74. Die haben mal die Führung durch Robert Lewandowski. Da musste der Videoassistent kurz einschreiten, denn der Schiedsrichterassistent hatte ein mögliches Abseits gesehen. Das war es nicht. Und deshalb zählt der Treffer und deshalb zählt es auch, beziehungsweise führt der FC Bayern München auch jetzt 1,5 Minuten vor Ende der regulären Spielzeit weiterhin mit 2:1. Zudem gibt es einen Freistoß, nachdem Robert Lewandowski da wieder etwas unsanft, vor allem unfair zu Boden gerissen wurde. Freistoß 10 Meter etwa in der Hälfte des Gegners, also der Frankfurter. Kimmich lässt sich da ein bisschen Zeit, halbrechte Position oder zum Gestalt sogar an der rechten Außenbahn. Originalpass auf die linke Außenbahn. Und dann geht es nach vorne in Richtung 16er. Da will sich Robert Lewandowski durchsetzen, aber Hinteregger macht das sehr, sehr stark. Wieder starkes Spiel von Österreicher. Muss man sagen, sicher nicht nur heute, sondern insgesamt einer der wichtigeren Spieler in einer jetzt wieder richtig guten Frankfurter Mannschaft, die 45 oder 35 Minuten völlig überfordert war, da Glück hatte, nur um 0:1 hinten zu sein, aber inzwischen das Spiel von Bern aus gestalten kann. Deshalb ist es weiterhin spannend. Die letzten 30 Sekunden laufen, wird nochmal einen Wechsel geben, wahrscheinlich auch beim FC Bayern München. Das sind auch noch ein paar Sekunden, aber das wird natürlich dann auch über die Zeit gespielt. Ich kann mir schon vorstellen, 3, vielleicht sogar 4 oder noch mehr. 5 Minuten wieder nachgespielt werden könnte. Die Bayern im Ballbesitz. Robert Lewandowski mit etwas Glück und gutem Einsatz bleibt er im Ballbesitz. 4 Minuten Nachspielzeit werden angezeigt. Robert Lewandowski spielt den Ball nach vorne in der gegnerischen Hälfte bereits. Zu Müller bekommt ihn zurück. Dann geht es über Alphonso Davies, der mit der Hacke und da schade. Kommt Thomas Müller nicht mehr heran. Er weiß nicht, ob es abseits gewesen wäre. Auf jeden Fall landet der Ball im Seitenaus. Knapp im Seitenaus, bevor Müller da ist. Und deshalb gibt es Einwurf für Weiß. Timothy Chandler muss ihn ausführen, hat da so richtig keinen Bock darauf, hatte ich das Gefühl, weil er nach vorne gehen wollte und den Einwurf in Empfang nehmen wollte. Aber da hat ihm keiner geholfen. Und deshalb hat er ihn ausgeführt. Inzwischen ist der Ball bei Manuel Neuer. Der geht damit auf der linken Seite raus aus dem 16er, schlägt ihn dann weit nach vorne, etwas ungenau, aber zumindest aus der Gefahrenzone und wieder einige Sekunden über der Zeit bzw. Zeit gehen. 3 Minuten noch in der Nachspielzeit. Hinteregger jetzt auch am gegnerischen, am Bayern 16er zu finden. Naja, da haben noch 6-7 Meter gefehlt. Stoppfehler wieder von Robert Lewandowski. Was ist mit den Polen heute los? Im Anstoßkreis. Und die Frankfurter über den für mich besten Sebastian Rode, den besten weißen Trikot, wieder in der Ballbesitz. Da geht es über Chandler, der versucht da schnell nach innen zu spielen. Thiago geht dazwischen. Robert Lewandowski, der enorm viel gelaufen ist, hilft jetzt wieder in der eigenen Hälfte mit, sichert den Ball. Thiago hat ihn inzwischen und jetzt haben sie Platz auf der linken Seite. Thomas Müller nimmt ein bisschen das Tempo raus, spielt dann auf die halblinke Position ein paar Meter nach hinten. Thiago, der nimmt ein bisschen zu viel Tempo raus und aufgepasst, da muss Jerome Boateng aufpassen, macht er auch. Gegen Da Silva, der da versucht, sich durchzusetzen. Jerome Boateng mit dem Rückpass zu Manuel Neuer. Eigentlich keine Wahl. Jetzt hartes Einsteigen gegen Thiago. Da gibt es zum ersten Mal sowas wie Rudelbildung. Hinteregger, der da sehr, sehr grob eingestiegen ist. Aber das sieht man generell nicht gern am Fußballplatz und in Zeiten von Corona sowieso nicht. Also, wieder Beruhigung. Thiago, ich glaube, ganz so schlimm war es nicht. Er liegt noch am Boden, lässt sich behandeln. Es gibt die gelbe Karte gegen Martin Hinteregger. Gibt es auch eine gegen Hernandez, der da zur Rudelbildung, wenn man so will, angeführt hat. Ja, Lucas Hernandez, also gelb. Und Martin Hinteregger gelb, nicht mehr entscheidend. Ja, im Zweikampf dann mit den Armen gegen die Bande, das war, oder gegen ein Mikrofon, das da aufgestellt war, geschubst im vollen Lauf. Allerdings die Reaktion von Lucas Hernandez war dann eigentlich auch überflüssig. Ja, ist natürlich auch gereizt in so einem Spiel, der Mann, der so allmählich nach seiner Verletzung, nach seiner langwierigen Verletzung wieder zurückfinden muss. Gerade ist er bekommt seine Spielminuten, aber junges Talent in Anführungszeichen wie er, wird natürlich der früher oder später wieder in der Startelf stehen. Dazu dieses knappe Ergebnis hier im Pokal.
da kann man das schon mal verstehen. Gelb für beide Spieler, das ist auch die richtige Entscheidung von Marco Fritz. So, Freistoß ist inzwischen ausgeführt. Diese, ja, das war fast eine Minute, die wird sicher noch mal dran gehängt. Robert Lewandowski zieht ab und das war ja dann doch im Endeffekt ein bisschen zu hoch angesetzt. 22 Meter etwa, ziemlich zentrale Position. Hat er erst überlegt, soll ich einen Mitspieler mitnehmen, hat dann gesehen, es ist eigentlich freie Schussbahn da. Und am Endeffekt ist der Ball 40 cm über dem rechten aus Sicht des Schützenkreuzeck gelandet. Schauen wir mal auf die Uhr, die 4 Minuten Nachspielzeit sind fast vorbei. Aber wie gesagt, es gab ja dann nochmal diese Unterbrechung. Ich könnte mir gut vorstellen, dass nochmal eine Minute drangehängt wird. 2:1 die knappe Führung für den FC Bayern München. Jetzt heißt es Daumen drücken aus Sicht der Bayern, dass es hier nicht noch zur Verlängerung kommt. Wenn ich da keine Bedenken hätte, dass sie die Bayern nicht durchsetzen würden, aber diese zusätzliche halbe Stunde, ich glaube, die braucht keiner. Die Frankfurter, die bräuchten es natürlich schon. Sie versuchen es nochmal über Timothy Chandler und dem rutscht der Ball über den linken Schlappen und dann nimmt er die Hände vors Gesicht. Er ist natürlich auch platt, der ist da die linke Außenbahn rauf und runter gelaufen. Wie kein Zweiter und er ärgert sich, dass ihm diese letzte Chance in diesem Spiel misslungen ist, dass er da nochmal oder eben keine gute Flanke schlagen konnte. Es war tatsächlich die letzte Chance. Das Spiel ist aus. Der Schiedsrichter Marco Fritz hat die Pfeife in den Mund genommen, der FC Bayern München. Und gepfiffen natürlich der FC Bayern München. Setzt sich knapp, aber alles in allem hochverdient aufgrund überragender erste, sagen wir mal, 35 Minuten durch. Es ist nochmal knapp geworden, nachdem Perisic in der 14. Minute die 1:0-Führung erzielt hatte für den FC Bayern München. Man ist mit 1:0 auch in die Halbzeit gegangen. Hat dann Da Costa, der kurz zuvor erst eingewechselt wurde, ja den 1:1-Ausgleich erzielt. Der erste Schuss, der tatsächlich auf das Tor von Manuel Neuer kam, der war dann auch gleich drin. Aber 5 Minuten später Robert Lewandowski mit dem Siegtreffer. Und ja, wer anders als Robert Lewandowski hätte den erzielen können. Das Finale des Corona-Cups, nein, das sollte man vielleicht keine Scherze machen, des DFB-Pokals unter Corona-Bedingungen. Jetzt die letzten Runden am 4. Juli steht also fest. Es ist wieder mal der FC Bayern München, der darin steht und in Berlin antreten wird gegen die Mannschaft, die sich gestern schon durchgesetzt hat, Bayern 04 Leverkusen. Es war phasenweise ein starkes Spiel der Bayern, es war phasenweise ein durchschnittliches Spiel, alles in allem ein verdienter Sieg. Wir freuen uns darüber, wir freuen uns aufs Finale und freuen uns aber jetzt auch auf den Bundesliga-Endspurt am Samstag 18.30 Uhr Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach. Vielleicht der letzte mögliche Stolperstein auf dem Weg zur 8. Meisterschaft in Folge. Samstagabend müssen wir mit. Bis dann. Sieg für die Geschichte. Stern des Südens in hellem Lichte. FC Bayern, unsere Liebe. Wir sind deutsche Meister. One team, one goal for life. We will never lose our pride. We're the champions, 7 in a row. The future looks so bright. Wir sind Sieger, 90 Minuten, 11 Spieler. Feiern die Tabellenführung in der Bundesliga. Super Bayern, wir haben's verdient. 11 gute Freunde, bestes Team. Pressure, 90 minutes of blood, 90 minutes of passion. What you know about 90 minutes of love? Es ist Zeit, zweite Halbzeit Applaus. Zeit, Champion zu werden aus einer Leidenschaft heraus. 29 Titel und es geht immer weiter. Wir sind deutscher Meister und der Rest kann einfach. Calma cabeza y el corazón. La copa para arriba, somos campeón. Todo unido, vamos luchando con vuestro apoyo. Siempre ganando por todo el amor. Gracias a la afición. Juntos gritamos todo gol, 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 gol.
color that we're always reppin'. Numéro 1 sur Championnat, yeah. Gagne le match, dunk, y'a Zaira. Si c'est comme ça, viens, danse ma Corée. Allez, 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 LFCB. FCB, KUC, this is more than a dynasty. Hey. This is the greatest club on earth, not only in Germany. Calma cabeza y el corazón, la copa pa' arriba, somos campeón.